Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Herzlich willkommen zum heutigen Livestream. Ich weiß nicht, warum meine Stimme gerade so basslastig ist. Nicht durchs Mikrofon oder so, aber irgendwie. Vielleicht liegt es daran, dass ich eben nochmal kurz eingenickt bin. Eingenickert, könnte man sagen. Und irgendwie. Ich spüre da. Könnte irgendwas. Vielleicht schlafe ich auch. Wer weiß. Vielleicht. Ist der Livestream auch gar nicht. Vielleicht schlafen wir alle. Vielleicht haut ihr auch die ganze Zeit Subs raus, weil ihr einfach krank seid. Wer weiß. Oh, Alter, jetzt wird aber eskaliert, Freunde. Jetzt geht auch mal alles in Rage. Jetzt stirbt jemand. Alter, ey. Warum bin ich denn so weiß? Was ist denn da eigentlich los? War das schon immer so? Tonight I give you the gift of Jericho. Drink it in, man. Ist das gut oder ist das schlecht? Guck mal, so bin ich halb weiß. Halb gelb, halb weiß. So bin ich weiß. Ich hätte auch noch blau-weiß anzubieten, wenn ihr wollt. Irgendwie mag ich das mit diesem Licht. Aber ich mag das nicht, wenn das zu zwei geteilt ist. Probleme über Probleme, Freunde. Es ist einfach schwierig. Tonight I give you the gift of Jericho. Drink it in, man. Tonight I give you the gift of Jericho. Drink it in, man. Besser. Genau, haut mal hier die Gifts of Jericho raus, meine Freunde. Tag, was geht? Ich habe den Chat gar nicht offen. Also nicht so, wie ich ihn haben wollen würde. Vorbereitung ist alles. So, er ist schon richtig im Level 1 Zauberer, das stimmt. Meine ästhetische Lichtgestalt. So. Chat. Moin, Martin und Chat. War cool, dich gestern zu sehen bei der Show. Genau, Frank Rollins war nämlich zum Beispiel anwesend. Ich war gestern nämlich in Lübeck bei der MWA und hatte ein sehr schönes Match, muss ich sagen. Fand ich wirklich sehr, sehr geil. Hat übelst Spaß gemacht. Und einige Zuschauer waren auch da. Das ist natürlich auch immer schön. Euch da zu sehen, endlich Stimmbruch, das kann auch sein. Wie war dein Wrestling-Abend? Ja, also, ne, war halt einfach viel Stress, weil du bist halt einfach, ich hab eine Nachricht gekriegt, wann wir losfahren und ich habe die Nachricht so gelesen, dass wir um 8 losfahren. Das heißt, um 7 Uhr bin ich aufgestanden, was natürlich nicht meine Zeit ist, duschen gegangen, fertig gemacht und so weiter und dann war ich um 8 bereit. Allerdings kam keiner. Und dann habe ich nochmal aufs Handy geguckt und dann stand da 8 Uhr fahren die in Dresden los und dann sind die 10 Uhr noch was erst bei mir. Toll. Dann konnte ich mich nochmal schlafen legen und dann waren sie aber irgendwann erst 11 Uhr noch was bei mir und dann bin ich dann runter, wir sind dann hingefahren, 1000er Verfahren unterwegs und war aber sehr lustig, die Fahrt auf jeden Fall und wir sind dann halt hoch nach Lübeck gefahren. Bist halt immer den ganzen Tag unterwegs. Also ich war ja dann, wenn du es genau nimmst, von 8, mehr oder weniger, bis den nächsten Tag um 4 war ich zu Hause. Und das für irgendwie ein 15-Minuten-Match. Kann man mal machen. War auf jeden Fall wieder sehr, sehr lustig, auch Backstage wieder mit allen Leuten zu reden. Das ist einfach immer geil. Und dann haben wir da ein schönes Matchchen hingeballert. Ich war zusammen im Team mit dem guten Lucas Robinson, wer den kennt, und den guten Mike Schwarz. Und ja, war sehr lustig, war sehr schön. Ich habe einen übelst krassen Genki Dama Knee Strike gezogen, also den besten, den ich je weggewichst habe. Ich habe richtig viel Hass in den Genki Dama Knee Strike gelegt. Leider gibt es dafür keine Aufnahmen oder sowas, also wir haben nichts getaped. Ich hatte auch keinen Kameramann noch dazu, wie denn auch. Kann er schlecht aufnehmen und im Match sein. Das kriege ich noch nicht hin. Und das heißt, da habe ich also keine Aufnahmen. Und aber vielleicht kriege ich da noch irgendwie Bilder oder sowas. Also Bilder werden wir da auf jeden Fall noch mal nachreichen können. War schon geil, mit dir zu reden. Manu Reigns war nämlich auch am Start. Sehr gut. Martin, dann ist Fußball. Holland gegen Deutschland. Was ist denn dann? Heute oder was? Ich habe ein paar Matches bei YouTube gesehen, bei der GWF. Sansibar, vergiss alles, was du gesehen hast.
alles, was du da siehst, alles, was bei mir an Matches online ist, ist alles scheiße. Alles komplette Scheiße. Nichts von dem spiegelt auch nur 1% von dem wider, was ich momentan mache, was ich kann und so weiter. Das ist momentan so ein kleines Problem, weil die Leute halt nur diese beschissenen GWF-Matches sehen, die halt alle kacke waren und natürlich auch kacke sein sollten, das ist ja nun auch klar. Und ja, das ist dann halt einfach ein bisschen schwierig. Das eine Match war recht okay, aber das war halt für mich ein kurzer Einsatz. Das war das letzte Match, was ich bei der GWF hatte, gegen Group Anarchie mit Felix Weber zusammen. Aber das Match ist nicht online. Also nicht so auf jeden Fall. Und dann haben wir auch schon mal das Ding. Gerade bei solchen Momenten fehlt die Kamera. Ja, das stimmt. Aber wenn ich halt einfach da alleine hinfahre, wie soll ich das machen? So, es ist halt, ja, eigentlich müsste ich sowas immer aufzeichnen, um euch dann zumindest in einem Vlog irgendwie ein bisschen was reinzuschneiden oder sowas. Selbst wenn ihr jetzt nicht wollen, dass du das ganze Match dann zeigst. Aber es ist halt immer schwierig. So, Martin in der Battle Royale bei All Elite. Ja, besser wär's. 2045 EM-Qualifikation. Wer nochmal? Holland gegen Deutschland? Soll ich wieder tippen? 2-0 für Deutschland. So. Oh, das Spiel ist so spannend gewesen. Das war so schön. Wieso werde ich wieder als neuer Sub angezeigt? Ach, frag einfach nicht, Phenomenal Berke. Das ist einfach, da kann man nichts zu sagen. Ist noch nicht so wild, musste ich deswegen nicht rechtfertigen. Nee, ich finde es ja selbst einfach scheiße. Er hat mich wieder ignoriert. Cat, was willst du denn? Mann, ey, jetzt muss ich wieder irgendwo hochscrollen, Mann. Keine Ahnung. So, abgelesen, dass der nächste WWE-Tryout fürs Fernsehen aufgezeichnet werden soll. Nein, das ist nicht ganz korrekt. Denn, das habe ich nämlich gestern auch gehört, das WWE-Tryout, was im November letzten Jahres war, das wurde aufgezeichnet und das wird jetzt demnächst im Fernsehen übertragen. Das heißt, das sind alles Sachen, die schon ein halbes Jahr alt sind und wen sie davon genommen haben, wissen wir ja auch schon, und zwar Ilja und Oliver Carter. Das heißt, ja, also ich werde mir die Show auf jeden Fall versuchen irgendwie zu geben. Ich hoffe, da gibt es denn irgendwas. Aber, ja, das ist halt alles schon wie Koks auf der Nachtbank. Schnee von gestern. Auf dem Nachttisch vielleicht. So, Ty Dillinger bei der Battle Royale, ja, besser wär's. Ally bei All Elite. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne die nicht. Ich finde die sieht ein bisschen komisch aus. Ich weiß nicht, was mit ihren Augen ist, aber die sind hier oder so. Also, ich weiß nicht, vielleicht ist die beste Wrestlerin der Geschichte der Menschheit und ich habe keinen Plan, weil ich keinen Impact gucke. Hero Goes haut einen Resub raus. Achso, warte, Resubs kommt gleich zu. Holland ist dabei. Boah, das wäre so geil, Alter. Das wäre so lustig, wenn Deutschland heute schon verkackt und einfach mal nicht für die EM qualifiziert wird. Och, ey, mal 4 Wochen, kein Rumi-Nerve. Oh, schade. Ich würde es sehen können. Sieht ein bisschen komisch aus, aber süß. Sie sieht ein bisschen komisch aus, aber süß aus. Ja, aber die hat auch so viel Falten. Wie alt ist die denn? Ach, also weiß ich nicht. Deine Autogrammkarte ist vor ein paar Tagen angekommen. Das ist sehr gut. Mein Wrestling-Training bei Alex Wright, das etwas schief lief, hat man mir mit Schwunghilfe gegeben und der eine hat mir zu viel Schwung gegeben und da hat es mich dann weggehauen. Okay. Aber du bleibst schon noch dabei, oder nicht? Ungefähre Uhrzeit, wenn dein WrestleMania-Stream heuer anfangen wird? Heuer? Heute? Also, mein WrestleMania-Stream wird natürlich erst in 2 Wochen sein. Aber, ich gehe mal von 16 Uhr aus. Ich weiß es nicht genau, aber ich gehe wirklich mal von 16 Uhr aus. Ich habe heute einen Eishockey-Puck in dem Kühlschrank meiner Tante gefunden. Nein, das ist ein Kuchen vom letzten Oktober. Das ist was anderes. Kannst du essen. So, Giveaway fürs Jeff Hardy Shot ist, oder hat es die Post verloren? Das ist noch nicht raus. Ey, du weißt doch, du bist doch nicht der Erste, du bist doch schon seit 1000 Jahren hier im Livestream. Du weißt doch, dass die Giveaways erst alle 200 Jahre mal verschickt werden. Und was ist mit Training? Mann, geh mich auf den Sack. Der Matze ist doch noch da. Was soll denn sein mit Training?
Klar, wie schon Training, es geht weiter. Zahlen nicht umsonst so viel Geld, ja, stimmt schon. Wie viel bezahlst du denn da? Wieso so früh, wann fängt WrestleMania an? Keine Ahnung. WrestleMania ist einfach mal voll scheiße. WrestleMania geht 8 Stunden oder so eine Kacke. Und dann fangen die eher an, 2 Stunden eher, dann machen sie eine 8-stündige Kickoff-Show und dann komme ich noch. Ey, das ist die Katastrophe. Die KitKat-Banane war übrigens sehr lecker. KitKat-Banane? Okay, den Gag verstehe ich nicht. Gibt mehrere Spiele in der EM-Quali. Willst du mir also jetzt sagen, wenn Deutschland heute die EM-Qualifikation verliert, willst du mir also erzählen, dass Deutschland denn später nochmal die Chance hat, für die EM qualifiziert zu werden? Ist das dein verfickter Ernst? Das ist ein Sport, den ihr sehen wollt? Kann nicht sein, Alter. 180 Euro im Monat. Und wie oft ist denn da Training? Jeden Tag? Und wer macht denn da das Training? Kann NXT Takeover am Freitagnacht? Nein, NXT Takeover ist am Samstagnacht. Freitag ist, bist du krank? Nein. Ich glaube nicht. Hatte mit einem Kumpel einen Teich gemacht. Dort ein Zettel, dass Jesus kommt und die Bibel ist da. Er kommt aus dem Teich. Ah ja, ist klar. An WrestleMania schreibe ich eine Prüfung. Ah ja, Arzt regelt. Achso, wahrscheinlich an dem Montag, ne? Natürlich, das sind Gruppen und keine Einzelspiele. Hat, natürlich. Ehrlich jetzt? Alter, wie dumm ist denn das? Das sind Gruppen und keine Einzelspiele. Ey, das ist doch so lächerlich, ey. Der ganze Sport ist wirklich. Martins Dialekt wieder on the fleek. Keine Ahnung, was das heißt. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, dass du mit mir schlafen willst oder so. Ich weiß es nicht. So, NXT Freitag stimmt. Ist NXT am Freitag? Oder Hall of Fame? Ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken. Machst du Reaktion zu NXT und G1? Oh, fuck, Alter. Also, ist das nicht am gleichen Tag schon wieder? Wenn es am gleichen Tag ist, geht's nicht. Aber eigentlich würde ich das schon gerne machen. Hätte ich schon Bock drauf. So. Bus nochmal, er reizt nicht. Ja, ich hab's ja auch nicht gesehen. Jetzt hat er Pech. Mann, Kate, dann schick mir das Nacktbild nochmal. Meine Fresse, habt ihr nie so. Ich hab's geschafft, in einem Schwimmbad in Italien Hausverbot zu bekommen. Ah ja, da möchte ich gerne mehr hören. Die Story ist natürlich jetzt interessant. Aber es läuft auch da nackt ins Kinderbecken. Ja, okay, vielleicht ein bisschen drüber. So, Hall of Fame ist Samstag, Takeover Freitag. Weil ich glaube, das beginnt immer schon mal mit einer soliden Aussage. 0.15 Uhr, Samstag, 6. April. Okay, also es ist Freitagnacht, genau, warst du richtig. G1 ist am Samstag und Freitagnacht auf Samstag. Na, okay. Okay. Guten Tag, nice shot. So, hattest du in der Fitte schon mal einen Unfall oder warst du hast du einen mitbekommen? Frag nur für wollen. Wir hatten heute einen und hatte Kreislaufkollaps, war 5 Minuten bewusstlos. Oh, was? Der war 5 Minuten bewusstlos? Grund dafür war zu viel Booster und Überanstrengung. Ja, moin! Ja, da hat er wahrscheinlich nicht den guten Booster von Neosubs genommen. Übrigens, Neosubs, Freunde, 10% Rabatt mit dem Gutschein Martin 10. Alle Produkte sind wieder im Angebot, Freunde. Ihr könnt da wieder rein. Ihr könnt wieder alles kaputt kaufen. Auf jeden Fall habe ich eine E-Mail bekommen, dass die Warenhäuser wieder aufgestockt sind, dass jetzt wieder die alle Sachen sind. Und nee, habe ich aber noch nicht gehabt. Auch noch nicht gesehen und ja. Du musst noch ein Ultimate Warrior und das Number One Contender mitbucken. Scheiße, muss ich. Kann man Hall of Fame auch live gucken auf Network? Ja, natürlich kann man das. Ja, schlimm, wenn nicht. 18. und 19. zu IPW-Event. Einmal im Monat Alex Wright und je nachdem entweder Tommy, Boris Payne, kein Plan, wer da noch Training abhält. Aber wie oft ist denn Training? Jeden Tag? Das hast du jetzt nicht beantwortet. Oder einmal die Woche? 18. und 9. Mai zu IPW-Event. Hä, das ist doch am ganz anderen Ende der Welt. Für dich. Wenn du da unten bei Alex Wright trainierst, die IPW ist doch in. Da wo ich gestern war, die ist doch ganz oben. Das verstehe ich nicht. Also Freitag, Samstag, Freitag auf Samstag. Okay. Also ja, wir haben es schon. Kann WrestleMania eigentlich nicht auf dem Network auch in Deutsch gucken, also live? Ja, das kann man auch in Deutsch gucken, live. Aber willst du das? Ehrlich jetzt. Willst du das?
Reicht ja nicht. Das ist. So, also, wir gehen mal die Abos durch. Sechster Resub von Jason Kapawapa. 4 Monate Resub. AJ Hairstyles haut die fette Stufe 3 raus. Mit 32 Monate Resub. Welches Szenario ist für dich wahrscheinlicher? Walter gewinnt bei NXT TakeOver UK oder Pete Dunne verteidigt und knackt Ende Mai die 2-Jahres-Marke? Walter wird fucking NXT UK Champion, Freunde. Das wird so ein kranker Scheiß. Das ist das. Auf dieses Match freue ich mich am meisten überhaupt am WrestleMania-Wochenende. Das wird richtig kranke Penetration und da freue ich mich übelst krass. Trader haut das doppelte Sub raus. I'm back, alle 15 Monate. Vielen Dank. Der gute Pazotex macht auch komplett das dicke Sub. 18 Monate Resub. Ja, moin. Silver Nero auch 18 Monate Resub. Dann haut Atomops an 5 Leute. Haut der einfach mal ein Sub raus. Seelenkerker. The Ruffy LP. Eric World, Tay Gas und Terminator Staub. Alle 5 bekommen einfach mal so einen Sub auf Nass. Freunde, sehr schön. Vielen Dank an den guten Atommobs, der hier einfach mal wieder seinen Sack raushängen lässt. Wie der Typ, der in Italien im Schwimmbad Hausverbot bekommen hat. The Phenomenal Berghair und Prime Sub raus. The Lego Day, 16 Monate Resub. Bruins Paddy, 19 Monate Resub. Neuer Monat, neues Glück, Grüße aus Dublin. Jawohl, Grüße zurück. Dann haben wir Bruce Gray Stroke mit 2 Monate Resub. Wirst du demnächst in Berlin wresteln? Ich möchte die Aussage verweigern. Ohne meinen Anwalt sage ich nichts. Also ich habe da natürlich Bock drauf, aber ich entscheide das nicht. Trader haut einen 10 Euro Donation raus. Erstmal 10er und ein neuer WWE-Champion kann man mal werden. Kann man mal laufen lassen, ja. Patrick, also vielen Dank natürlich, dicker 10er hier. Patrick haut noch einen, Philipp meine ich, haut noch 4 Monate Resub raus. Dann haben wir Hero Ghost mit 30 Monate Resub. Kreis Felder ist mit 29 Monate Resub am Start. Wo bekomme ich eine AJ Styles Pop-Up her? Wahrscheinlich von Amazon? Würde ich jetzt mal, naiv wie ich bin, glauben. Mac Garrett haut ein frisches Prime-Sub raus. Nice. Atomops macht auch einen 10er mit. 5 für die Steuer, 5 für deine Halle. Das kann man auch mal machen. Vielen Dank. Mario haut ein 20 Monate Resub raus. So rum. Dann haben wir noch G-Player mit einem Prime-Sub. All Elite Tim haut ein 5 Monate Resub raus. Wer noch einigen mehr, hast du Empfehlungen für Subs bei Neosubs für einen Wiedereinsteiger? Ja, wenn du jetzt, wie heißt das jetzt, Wiedereinsteiger nach 2 Wochen oder Wiedereinsteiger nach 5 Jahren? Weil, wenn du jetzt nur noch 2 Wochen wieder einsteigst, dann das volle Programm. Wenn du aber jetzt erstmal langsam wieder dich rantasten willst, dann brauchst du einfach nur ein Whey-Protein und der Rest ist in Ordnung. Dann passt das schon. Wodan haut ein doppeltes Sub raus. 24 Monate Resub. Paco wurde mir nochmal angezeigt mit 3 Monate. Oder war das vorher Werners? Keine Ahnung. Aber dickes Sub von Paco. 20 Monate Resub. Und Lefix ist auch am Subben. Sehr schön, Freunde. Matchcard für heute. Das wirst du gleich sehen. Eine Halle, die du planst, würde in Dublin mal eben knappe 3 Millionen kosten. Natürlich würde das so. Die würde ja schon in der nächstgrößeren Stadt 1 Million kosten. Aber das ist ja der. Das Geile daran, dass ich halt nicht in einer so großen Stadt bin und das auch nicht da machen muss. Wieder einsteigen nach 6 Monaten. Ja, dann hol den Whey-Protein und fertig ist. Also, du kannst natürlich auch den ganzen Laden leer kaufen und mich damit natürlich äußerst glücklich machen. Aber ehrlich jetzt, kauf dir ein Whey-Protein, ordentliches. Also eins, was dir mundet. Ja, und der ist gut. Der ist gut. Gut. Ich würde sagen, wir fangen an, oder? Ich würde sagen, wir fangen an. Wir sind 319 Zuschauer. 316 wäre jetzt natürlich lustiger gewesen. Hast du mal mit der Stadt gesprochen? Weil im Grunde kommt es ja auch Hotels und so weiter zugute. Bruins Paddy, natürlich habe ich das. Ich habe auch am 4., am 6., 9., 4., irgendwie sowas, habe ich mit der Stadt einen Termin, um das alles dann durchzuquatschen. Also das passiert jetzt. Eine Aussageverweigerung wird abgelehnt. Ja gut, aber was soll ich denn dazu sagen? Also
Ich hab Bock für die GWF weiterhin zu catchen. So. Hast du schon mit deinem Businessplan angefangen? Nein, noch nicht. Aber den ziehe ich relativ fix durch. Weil eigentlich geht es bloß um eine Finanzierungsübersicht, wie ich meine, das finanzieren zu wollen. Ein grober Grundriss von dem ganzen Bums. Mehr brauche ich nicht. Coole Sache, wenn du Hilfe brauchst, melde dich. Was heißt denn Hilfe? Kommst du rübergeflogen und baust mit mir? Mr. WrestleMania haut ein, das ist 2 Jahres-Sub, sehr geil, dankeschön. Kati Pop, 30 Monate Resub. Kati poppt schon seit 30 Monaten, das ist so eine schöne Sache. Im TV hat ein Mario aus Halberstadt eine Reise nach Frankreich gewonnen. Mario? Ah ja, gut. Was soll ich machen, Hausaufgaben oder Stream schauen? Hausaufgaben, ey, nur mal nebenbei, ja, heute ist Sonntag. Sag mal, du hattest gerade 2 Tage Zeit, die scheiß Hausaufgaben zu machen. Die hast du doch nicht heute aufbekommen. Also was ist mit dir los? Nächstes Mal machst du die sofort am Freitag, wenn du aus der Schule kommst. Und dann ist das weg. Was glaubst du, wie geil du dich fühlst, wenn du diese... Weil du kannst das ganze Wochenende gar nicht genießen, wenn du die ganze Zeit im Kopf hast, scheiße, ich muss noch Hausaufgaben machen. Das ist die ganze Zeit in deinem Unterbewusstsein und läuft mit dir mit. Und das ist scheiße. Ja? Deswegen mach das Freitag gleich, wenn du aus der Schule kommst. Und dann hast du die Pisse weg. Und dann kannst du schön saufen gehen und was man halt so macht als Elfjähriger. Und dann geht's los. Crazy Doma und nochmal ein Resub raus. Besser ist das auch auf einem guten Stream. Jawohl, 23 Monate. Jetzt habe ich 300 Zuschauer. Habe ich euch schon vergrault? Wie ist das denn jetzt passiert? Du wolltest ja mir weniger haben. So, Freunde, ich springe jetzt ins Spiel. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Ich fange jetzt an. Ich habe übrigens meinen Schreibtisch ein bisschen aufgeräumt. Das seht ihr aber nicht. Übrigens, wir haben immer noch nicht die 36.000 Follower geknackt. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Mensch. Manno. Ärgerlich, aber auch wirklich hier mal. Warte mal, ich schreibe mal davor Follower, nicht, dass ihr denkt, was ist denn das für eine Zahl? Ist das etwas ein Monatseinkommen? So, All-Time, was muss ich da hinschreiben? Followers, Count. Schreibe ich hier, Followers. Eigentlich sind doch Follower, ist doch schon die Mehrzahl, oder? Eigentlich schon, ja. Selex und hier chillen sind zum Beispiel neue Follower, das ist schon mal eine gute Sache. Du hörst dich verpennt an und wirkst, als hättest du mega schlechte Laune. Das kommt aber wahrscheinlich nur durch die verpennte Stimme, weil eigentlich... Also erstmal habe ich nie schlechte Laune, da geht's ja schon los. Und zweitens, halt anstrengendes Wochenende gehabt, so halt, ne? Also, aber ansonsten bin ich eigentlich fick, könnte man sagen. Stream auf dem Handy und ab in die Weekend League. Was denn das wieder? Übrigens, soll ich jetzt wetten oder was? Habe ich übrigens noch irgendwo Geld auf irgendeinem Wettkonto? Ich guck mal. Soll ich jetzt hier 1 Million mal auf irgendein schwules Fußballspiel setzen? Seid ihr da im Bilde? Ich guck mal. 0 Euro drauf. Ich hab 0 Euro drauf. Ja gut, dann fuck it. Dann fuck it. Finde ich auch gut so. Borusse, danke für den Reset. Steht da auch... Warum steht da immer noch nicht Follower? Sag mal, willst du mich verarschen? 24 Monate Resub. Naja, sehr gut. Das wäre auch krass, wenn dieses Programm automatisch auch meine Stimme mit aufnehmen würde und dann jedes Mal, wenn ich das lese, würde der das automatisch abhaken. Das ist doch mal lustig. Das ist doch mal die Zukunft für morgen. Das wäre doch geil. Was hattest du für einen Beruf vor, YouTuber und Streamer? Versicherungskaufmann. Kaufmann für Versicherungen und Finanzen. Haben Sie Geld? Geben Sie es mir. Und ich sorge dafür, dass Sie morgen das gleiche Geld wiederkriegen und vielleicht 1 Euro mehr. So viel wie du was falsch liest, wird das nichts. So, Freunde. Meine Freunde.
Wir sind wieder dabei, MGTV läuft und wir gehen natürlich erstmal wieder in die Community-Inhalte, denn, ja, ich weiß, deine Festplatte ist doch sowieso voll, das ist doch Pech. Aber ich habe schon gesehen, es gibt einen richtig schönen Cody Rhodes. Neuen, und den will ich natürlich haben. Da will ich mich nämlich mal kurz drum kümmern. Die Zahl stimmt irgendwie nicht. Wie, die stimmt irgendwie nicht? Wie, was? Wieso stimmt die nicht? Vielleicht zwei weniger, oder? Vielleicht wird die noch aktualisiert irgendwann. So. Hol die einen Pentagon Junior endlich. Ja, kann man auch machen. Kann man auch mal machen. Bei mir sind es drei. Ja, gut. Wir gucken mal, ob die Zahl sich aktualisiert. Wenn das nicht passiert, dann... Ja, müssen wir mal gucken. Mal gucken, wen wir dafür verantwortlich machen. Wer dafür aufs Maul kriegt. Martin, besser Streamer, besser ist das. Thanos gegen Walter wäre es, ja. So, gucken wir mal, was die wieder Neues runtergebaut haben hier. Wir haben einen Don Moraka, keine Ahnung, Monty Brown, naja, William Regal sieht nicht ganz so gut aus. DJ Z, der sieht den ja unglaublich überhaupt nicht mal ähnlich. Brian Cage, der will aber da. Umsetzung muss man allerdings sagen, äußerst mangelhaft, wie ich finde. Oder? Anders City Mega, 16 Monate Resap. Das ist auf jeden Fall, das ist mega. Ach du Scheiße. Der sieht ja wohl nicht mal, also klar, die Gear und so ist geil, aber das Gesicht, also, sorry, ich habe den Typen schon in echt gesehen. Nee. Aber hier Dalton Castle nochmal, hier Cody Rhodes. Aber ist der jetzt so viel besser als der Cody Rhodes, den ich hatte? Oder habe? Ich weiß es nicht. Könnte sein, oder? Weiß es nicht. Boah, der ist schon geil. Der hat zwei Klamotten und so. Der ist schon wirklich cool. Den will ich haben. Nee! Ihr sagt immer, ich soll mir den und den und den runterladen. Aber im Endeffekt muss man auch sagen, geht nicht. Ja, ich kann nicht mal was löschen. Ich habe hier echt 1000 verfickte Bilder drauf. Das ist doch scheiße. Hä, das sind gar keine 1000 Bilder. Was sind das für Müll? Ach so, wahrscheinlich hat aber der Core hier schon mehr. Okay, dann mache ich jetzt Folgendes. Dann töte ich jetzt kurz den Cody Rhodes, den ich habe. Und hoffe, dass das den Unterschied macht. Was passiert wohl mit dem Intercontinental-Titel bei WrestleMania? Ja, keine Ahnung. Ich hoffe, Bella gewinnt den wieder, aber das ist ja alles. Ach, das ist alles. Alles höchst eigenartig. Oh, Lee ist viel besser als WWE. Max 10 Jahre alt. Ja, in MGTV ist besser als alles. So, warte mal. Cody. Dann komm mal her, ja. Wo bist du denn? Wo verstecken sie sich denn? Hier ist Cody Rhodes. Ja, mein Cody Rhodes ist auch nicht scheiße, muss man auch sagen. Der ist eigentlich auch recht gut. Aber da geht noch was. So, jetzt kann ich den nämlich hier löschen. Kate haut 35 Monate Resub raus, Lieblings-Lebensmotivationstrainer. Und da du eben nicht lesen wolltest, hier nochmal. Anke fürs Kaiserschicken. Danke fürs Kaiserschicken. Ach so, ja. Ja, nein, den versaust auch nicht. Weil Nextep sucht gerade Leute, die, oder jemanden, der für die die Shows schneidet. Und da habe ich natürlich gesagt, da könnte ja Cat eigentlich für die die Shows schneiden. Wäre ja eine coole Sache. Dann kriegt Cat nochmal ein bisschen Kohle und dann ist gut. Aber das muss halt dann jetzt auch passieren. So, möchtest du Inhalte löschen? Jo. Jo. Grüße aus Österreich, Grüße aus Nords. Jetzt liest er auch im Resub nicht. Sag mal, könnt ihr nicht mal kurz abwarten? Sag mal, was ist denn mit euch los? Chillt doch mal. Mal locker durch die Hose atmen, Freunde. Und Freundinnen. Lad mal El Phantasmo runter. Weiß ich nicht. Ist der geil gerade bei New Japan? Habt ihr den da schon gesehen? Geh doch zur WXW. Ah ja. Warst du bei Six and Carrot Gold? Nein, war ich nicht. Und da gehe ich auch. Also, ja, nee.
Also vielleicht irgendwann mal, aber... Ich gehe am besten zu mir. Da weißt du, was du kriegst. Da weißt du, dass die Qualität ist. Und dann ist gut. Kannst du auch Axel Voss erstellen und den dann zusammenschlagen lassen von einer wütenden Meute. Alles schon abgesprochen. Alles gut. Haben wir in Freiberg klar. Was machen wir in Freiberg klar? Aber Matti und so weiter sind alle schon mal dafür. Na dann. Na dann ist alles gut. Was ist jetzt eigentlich mit Kofi? Warum kriegt Vince nicht endlich was von der Cup-Mack-Mappe? Warum kriegt Vince nicht endlich was vor der Mappe von New Day? Ist nicht so, dass ich es einfach nicht lesen kann, sondern ich verstehe es nicht. Was heißt denn das? Kommst du zur OTT? Ja, nee. Also wenn die mich buchen, ja, aber ansonsten nicht. Warst du schon mal auf einer Demo gegen Artikel 13? Nein, ich war auch am Samstag nicht da. Ich weiß nicht, ob irgendwer von euch da war. Aber ich musste arbeiten. Mehr oder weniger. So. Freunde. Jetzt haben wir uns einen neuen Cody Rhodes runtergeladen. Und in unserer heutigen MGTV-Show geht es natürlich in dem ersten Kickoff-Show-Match um Cody Rhodes, denn dieser wird nämlich antreten gegen seinen ehemaligen Mentor, Tag-Team-Partner, Kollegen und so weiter, Randy Orton. Das heißt, jetzt gibt es Randy Orton gegen Cody Rhodes. Ihr dürft natürlich im Stream abstimmen, im Chat abstimmen. Mappe ist gleich Gesicht. Okay. Das wusste ich nicht. Aber jetzt weiß ich auch nicht, was ich ja vorhin gelesen habe. Ja, stimmt gerne ab. Und Sapphire Luna, danke für den 5 Monate Resub. Gestern kam endlich die Autogrammkarte mit schwarzer Schrift an. Ist das gut? Mit schwarzer Schrift? Ist doch gut, oder nicht? Also, das klingt ja wie so ein... Als wäre das irgendwie was Besonderes, weil ich mit schwarz unterschrieben habe. Ist das... nicht gut? Also... Hätte ich in Pink unterschreiben sollen? Oder in Silber? Antwortest du vielleicht mal auf die wichtigste Frage des verdammten Abends? Wann hast du Samstag angefangen? Das möchte ich nicht sagen. Aber es kommt eh raus, deswegen, ich war Co-Mainer. Wann der Co-Mainer war, kann ich aber nicht sagen. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Aber ich war Co-Mainer. Das heißt vorletzte Match. Und das ist halt, ja, gut. So. Echt jetzt wirklich 50%? Ist es so? Oha. Die Demo, wo ich hin wollte, war ein voller Reinfall. Einfach die Location ändern, ohne Bescheid zu sagen. Und dann halt nicht. Okay. War ein anderer von euch irgendwo? War da irgendwas Besonderes? Habt ihr irgendwen gesehen, wo ihr sagt... Hui, cool, dass der auch so vor die Tür gehen darf. Man endlich auf die Fresse bekommt. Ja, ich denke mal, am Dienstag wird da noch irgendwas gehen. Salty FIFA, willkommen. Aber guck mal, da steht jetzt auch im Chat, dass Salty FIFA der 985. ist. Das ist ja immer, ihr dürft ja immer nicht vergessen, dass wenn neue Follower dazukommen, fliegen alte ja auch wieder raus. So, die Followerzahl steigt nicht so schnell. Wir waren Köln, hab Revi gesehen, okay. Das Ding heißt Kiwi, aber ist schon okay. War in Berlin, hab Gurkensohn gesehen. Das heißt einfach nur Gurke. Das ist so ein grünes Gewächs. Wenn du die Chance hättest, zu einem Rammstein-Konzert zu gehen, würdest du gehen? Nein. Also, nicht, dass ich Rammstein irgendwie scheiße finde oder so. Aber nein, also das wäre so ziemlich eins der letzten Konzerte, wo ich so hingehen würde, weil das einfach mir zu viel, zu laut ist und weiß ich nicht. Also Konzerte, muss ich sagen, bin ich eher so, wenn man stehen muss, ist es scheiße. Ich glaube, das ist schon mal gut. Damit ist eigentlich alles erklärt, ja. So wie bei irgendwelchen Rock am Ring oder so eine Sache, wenn da Millionen Leute 4 Tage lang stehen, muss ich sagen, sorry, nicht meins.
ja, dann fahre ich lieber zu, keine Ahnung, irgendwie Herr der Ringe in Konzert oder zu Hans Zimmer oder sowas und höre mir dann lieber ein schönes Konzert an. Also nicht ein Konzert von einer Band, sondern ein Konzert von einem Orchester höre ich lieber, als irgendwie so, wo halt alle dancen und Party machen. Dafür bin ich zu alt. Wenn Shawn Mendes kommt, bist du in der ersten Reihe. Vielleicht werfe ich da dann auch meinen Bibi Blocksberg-Schlüpfer auf die Bühne, aber nein, auch das wäre nicht so. So. Okay. Jetzt haben wir natürlich 50-50. Das war's mal wieder komplett, würde man jetzt normalerweise sagen. Deswegen, oh, Randy Orton hat jetzt eine Stimme mehr. Na, dann nehmen wir den. Dann hat sich das doch erledigt. Randy, Randy, Andi, Andi. Alter. So, gut. Zack, Randy Orton. Ich hätte sonst, wenn das jetzt so geblieben wäre, dann hätte ich entschieden. Und ich hätte wahrscheinlich für Cody Rhodes entschieden. So, Cody, kleiner Cody, wo bist du nur? Da ist er. Und Randy Orton gegen Cody Rhodes. Als erstes Match für heute Abend. Kann man mal machen. Und auf geht die wilde Fahrt. Chapter, danke für den 19 Monat Reset. Ey, kann man diese Scheiße nicht ausmachen? Dieses automatische Mithören bei Google? Ey, jedes Mal fragt ihr, was hast du gesagt? Ja, nicht. Tut noch alles weh, ey. Ich bin alt. Ich gehe dieses Jahr zum Kelly Family Konzert. Mama. Oh, I miss you sometimes. Aber, okay. Ich bin kein Hater, was das angeht. Also, just do it. Wer ist auch bei Strawpole der eine Million? Achso. Aber mal voll. Ey, mich hat jemand angeschrieben, dass sie Nachfahren aus Afrika von mir entdeckt haben und dass derjenige, der jetzt tot ist, noch 36 Millionen Euro auf dem Konto hat. Und da, ich muss mich jetzt nur bei dem melden und dann kriege ich das Geld. Naja. Lustigerweise hat jeder diese E-Mail schon mal bekommen. Ich bekomme die sogar täglich. Ich muss auch mal sagen, Randy hat sich ja übelst drüber aufgeregt über sein Charaktermodell, ne? Aber ich finde, das sieht nicht scheiße aus. So, also, wenn er nun mal diese längeren Haare hatte, zu dem Zeitpunkt, als sie die Fotos für das Spiel gemacht haben, dann ist doch nicht 2K daran schuld, sondern er! Er ist doch daran schuld. Ja, ey. Sieht übelst kacke aus, meine Haare und so. Ja, ne. Denn. Sieht doch anders aus. Was trinkst du gerade? Ich trinke jetzt immer Monster Energy. Könnt ihr euch mal drauf einrichten? Ich werde jetzt demnächst nur noch Monster trinken. Nicht aus Überzeugung. Nicht aus Geschmacksgründen. Denn das Zeug schmeckt und riecht wie Pisse. Und das ist auch wahrscheinlich Pisse. Aber auch hier muss ich wieder mal sagen, da lässt man sich von oben bis unten verarschen, denn hier steht drauf, Zero Zucker und Zero Kalorien, Freunde, Zero Kalorien. Und jetzt gucken wir mal, denn hier in dieser Nährwerttabelle stehen ja auch die Kalorien drin. Ich hoffe, man kann das sehen. Ah ja. Kann man lesen? Brennwert 2 Kalorien. Sag mal. Willst du mich verarschen oder was? Schreib's oben drauf 0 Kalorien. Und dann gucke ich da drauf. Und jetzt sind da 2 drin. Also da. Musste ich natürlich erstmal einen 7-seitigen Brief an den Herrn Monster schreiben. An die Monster AG habe ich gleich mal einen 7-seitigen Beschwerdebrief geschickt. Dass das
mit mir nicht geht. Wenigstens schmeckt's. Ja, es ist schon okay. Also, ich will halt jetzt, oder ich darf, wegen fettes Schwein und so, darf ich halt nicht mehr so viel Zucker und so eine Scheiße halt zu mir nehmen, bei vollem Training, übelst krass und so, Tier halt. Und ich mache mir halt mein ganzes Training, alle meine Fortschritte kaputt, weil ich halt 1 Liter Energy am Tag saufe. Und das ist halt sehr dumm. Deswegen habe ich jetzt gesagt, gut, dann, wenn es schon Energy sein muss, dann wenigstens das ohne alles, ohne Liebe. So, Freunde, Randy Orton und der gute Cody. Oh, Dropkick wird auch ausgewichen hier. Ein Schlag, ein Tritt und schon gibt es einen Running Power Slam. Ohne Running zwar, aber es gab einen Power Slam. Und ein sehr schöner Back Suplex. Und ein Tritt an den Rücken. Boah, der No-Sell, das Ding, da kennt er nichts. Ich weiß auch nicht, ob einfach dieser No-Sell-Dings die beste Möglichkeit ist, um den zu kontern. Weil das ist irgendwie nix. Snap Suplex. Rennwert von Wasserleitung. Ich hasse diese scheiß Weekend League. Guck doch das nicht. Ich weiß nicht mal, was das sein soll. Ah, oh, wunderschöner Dropkick hier. Das war so schön. Aber über Vanilla Coke mit Zero aufregen. Mit Zero. Nein, das Problem ist. Scheiße, Zuplex. Das Problem ist, dass es keine Vanilla Coke mit Zucker mehr gibt. Ich habe mir nicht gesagt, dass ich die jeden Tag saufen will. Ich habe mir nur gesagt, dass ich die gerne mal trinken würde. Aber ich sie nicht kaufen kann, weil es die nicht mehr gibt. Uiuiui. Das war vielleicht gerade ein bisschen zu knapp für meine Verhältnisse. Jawohl, sehr schön. Side Headlock. Oh, wunderbarer Job hier. Ich hasse Energy Drinks. Ja, denn sei froh. Sei froh. Oh, close line. Wenn du erstmal mit der Scheiße anfängst, kommst du dann nie wieder von weg. Oh, der greift dir gleich zu. Zieh die durch. Guck. Und DDT. Das ist schön. Oh, und wir posen mal eine Runde. Weil Posen einfach schön ist. Aber Cody Rhodes kämpft sich langsam wieder nach oben. Aber kann sich hier auch gleich wieder freikämpfen. Bulldog. Clothesline in den Flapjack. Ah ja. Kann man mal pinnen, ne? Aber da bin ich natürlich gut genug, um auszukicken. Das kennt man nicht anders. Ja, ich weiß, dass der Zero war. Oh, 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 warte mal kurz. Kurz mal abwarten. Ha! Oh, Hammer! Da hat er den Crossroads gekontert und zieht gleich wieder durch. DDT! Ah ja! Cody, das ging nach hinten los. Kurz posen hier. Randy Orton steigt aufs Top Rope. Ich würde es anders machen. Aber egal. So, Irish Rip. Oh! Okay, ich hätte keine Ahnung, was da funktioniert, aber das machen wir nochmal. Irish Rip. Und was soll das? Was kann man damit machen? Was bringt mir das? RKO! Hä? Das ist richtig dumm. Was? What? Jeff Hardy! Was geht denn jetzt ab? Oh oh.
Oh, oh, Cody Rhodes steht schon wieder. Oh, Crucifix! One! Oh, leck mich. Was war da denn los? Oh, 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 oh. Jeff Hardy ist da. Rennt einmal durch den Ring und verpiss dich. Ja, wohin? Ich will auch mitspielen. Oh, oh. Was ist das denn hier? Hat Jeff Hardy etwa bei All Elite unterschrieben? Oh, ey, das stummt ja erstmal eiskalt auf die Hand. Aber es hat nicht funktioniert. Ich habe zwei Finisher gehabt und ich habe ihn hochgepusht und ich hatte genug Stamina. Aber ich habe den Aki auch nicht machen können. Oh, nee, ist schon gut. Oh, close rein. Oh. Close rein, close rein, close rein. Komm, wer kennt sie nicht? Oh, 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 mach keinen Scheiß, mach keinen Scheiß. Oh, 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 oh. Da wird hier das Bein eingebunden. Und das ist natürlich jetzt hier eine bittere Pille. Aber Orton kann sich gleich befreien. Cody Rhodes steht wieder. RKO! Wow, Rope Break! Holy shit! Was ist denn mit Randy Orton los? Wieso macht er denn so eine hässliche Pole beim Comeback-Dings? Oh, 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 das kann natürlich nicht sein. Clothesline! Clothesline! Oh, duckt ab und Power Slam! Hat er nicht diese Orton-Stumps? Warum gehen die denn nicht? Okay, es geht generell nicht. Ja, moin. Uppercut. Aber hier auch wieder den Crossroads gekontert in den RKO. Pin. One. Two. Three. Sehr schön. Ich habe einfach mal... Der hatte drei Finisher. Ich habe alle drei perfekt gekontert. Das kann man ruhig mal machen, muss man sagen. Warum auch immer hier der gute Jeff Hardy gerade am Start war. Ich weiß nicht, was das zu sagen hatte. Habe ich eigentlich nur irgendwo einen Stift oder was? So. Verlierer des Matches muss einen Abend mit Nina Hagen verbringen. Ashley, danke für dein Lisa. 13 Monate. Und Cholobolo ist 13. Nee, Cholobolo ist 13 Monate. Ashley ist 6 Monate am Start. Vielen Dank. Und was ist jetzt mit Kofi und Vince? Können wir sie einfach so lassen? Du bist auch mal gut informiert. Ja, wir müssen jetzt Smackdown abwarten, da gibt's noch nichts. Hat da Randy den Kick an den Kopf als Finisher? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Also du kannst ihn reinmachen, aber... Wann ist Mittwoch Training? Geht nichts an. Komm lieber sonntags. Iberi haut einen Follow raus. Und wir haben immer noch die gleiche Followerzahl. Es ist einfach... Es ist zum Mäusemelken. So, Randy Orton geht over gegen Cody Rhodes. In einer 3-RKO-Geschichte mit Jeff Hardy. Müssen wir natürlich mal gucken, was das soll. Schwierig. Schwierig. Spion, willkommen. Okay. Dann kommt das nächste Match auf der Card. Und zwar Kevin Owens gegen Cassius Ohno. Die beiden KOs, die beiden fülligeren Leute im WWE-Roster. Beides großartige Wrestler. Einfach ein perfektes Match für die Independent-Szene. Natürlich nicht für die WWE. Aber das Ding ist ein 5-Sterne-Ding ohne Probleme bei Ring of Honor. In anderen, bei der WWE ist es eher so ein 1-Stern-Squash-Match für beide. Ja, trotzdem hier bei uns natürlich auch on point, Freunde. Kevin Owens, Cassius Ohno.
Meine Mutter will mich wahrscheinlich gerade trollen, weil die hat mir gerade geschrieben, schaust Fußball. Und sie wundert sich, warum ich ihr nicht antworte. Ja? Muss man auch mal sagen. Also, ich weiß nicht. So. Okay, was sagt die Abstimmung? KO oder KO? Ich wäre ja für KO. Aber da muss halt. Auch das muss halt jeder selbst wissen. Da müsst ihr auch selbst entscheiden, was ihr jetzt besser findet. Wahrscheinlich schreibt sie wegen Deutschland gegen Niederlande. Aber das ist doch scheiße, Freunde. Das ist doch Quatsch mit Soße. Warum soll man das denn gucken? 72% für Kevin Owens. Okay. Guck mir jetzt hier. Warte mal. Hier, wir haben doch den neuen Kevin Owens. Der ist doch da. Den können wir noch nehmen. Hier, Manager entfernen, weg. So. Und. Cash is Ono. Und auf geht die wilde Fahrt. Martin, ich werde 40. Meine Mutter denkt immer noch, ich bin in einer Heavy-Metal-Phase seit meinem 12. Lebensjahr. Ah ja. Du mochtest doch früher diese Pokémon. Matze schaut's aber auch. Kein Mensch interessiert das. Leute. Vielleicht haben wir deshalb irgendwie 200 Zuschauer weniger als sonst, aber... Ja, der Rest verpasst halt was. Ist ja auch nicht meine Schuld. Sebi Namen 2 Jahre, sehr gut. Dr. Loco, 5 Monate ist er übrigens. Sehr nice. Wo ist he Champion? Nein. Ganz ehrlich? Nein. Also, lasst euch hier nicht verarschen. Das ist eindeutig ein Replika. Das ist natürlich nicht der MGT Open Challenge Champion. Das ist natürlich völliger Bullshit. Deswegen glaubt nicht alles, was ihr seht. Das sind natürlich eindeutige Fake News. Unser Champion ist Adam Cole. Bye bye. The Roxy Foxy 20 Monate. Ich hab schon gehypt auf WrestleMania. Überhaupt nicht. Aber schon gehypt auf NXT TakeOver. Auf jeden Fall. Richtig geil. Warum machst du es auch nicht im Universe-Modus? Das habe ich schon 1000 Mal gesagt, weil ich 8 oder 9 Matches auf der Karte habe, aber im Universe-Modus man nur 7 machen kann. Das ist das Problem. Was sagst du zu Google Stadia? So, ich habe kurz überlegt, was es ist, aber das ist diese Spielekonsole, die da jetzt rausbringen wollen. Ja, also nicht. Ist natürlich ein Versuch. Aber ob das so funktioniert, wenn auf einmal 200 Millionen Leute gleichzeitig spielen wollen, weiß ich nicht. Auf dem Fernseher und Fußball auf dem Handy. Selbst wenn du es andersrum hast, ist doch völlig in Ordnung. Ihr könnt ja auch Fußball gucken, aber halt stumm. In einem anderen Raum laufen. Oder sowas. Welches Teil von 2K war deiner Meinung nach der beste? Den du gerade siehst. So, Kinos. Kevin Owens, Cassius Ohno, beide in schwarz-gelb gekleidet. Brüder im Geiste, könnte man sagen. Das kann man mal machen. So. Kevin Owens jetzt hier im Lockup. Cassius Ohno mit dem Side-Headlock. Und Kevin Owens drückt ihn ins Seil. Kann sich hier befreien. Oh! Cassius Ohno macht weiter, aber das wollen wir hier natürlich nicht. Wieder Irish Rip, Dropdown, Leapfrog.
Und Back Elbow. Oh, der gute Cash Solo rammelt da komplett rein. Jetzt gibt es hier nochmal so ein Hammerlock Russian Leg Sweep. Und vom Boindelk ein 13 Monate Resub. Oh, scheiße. Den Fehler habe ich vorhin schon mal gemacht. Aber ich finde es echt lustig, dass die aber mal gleich aussehen. Das ist schon fast ein Tag Team, was wir hier haben. Boah. Ey. Alter, beide im selben Moment getroffen. Sehr schön. Arm Drag Counter. Sehr wunderbar. Ja, alles schön. Alles. Oh, Dropkick. Und Kip Up. Ja, ja, der Cash ist auch noch. Der ist beweglich wie die Sau. Deutschland 1-0. Was? Das ist aber voll interessant und voll spannend. Dass Deutschland gewinnt, haben wir schon geklärt, oder? Thomas hat einen 10er raus, haben wir noch einen. Und Cash ist auch nur rennt ins Seil. Oh, Dropkick! Ja, moin! Er feuert sich hier erstmal komplett durchs Seil. Einfach mal so. Oh, schönes Knie hier von Kevin Owens. Der aber hier gleich wieder in den Ring rennt. Vielen Dank, Atomops, nochmal für den 10er. Ey, das ist ja hier schon wieder. Du bist ja hier aber schon wieder komplett drüber. Alter. Schönes Knie hier nochmal von Cassius. Cassius. Alter, das ist doch bitter. Wie weit sind die Titel für deine Liga? Ach, hör auf, ey. Neckbreaker. Denn ich habe dem Typen bei Fiverr geschrieben, dass wir halt Championship Designs brauchen und sowas, ne? Und habe ihm ein Bild geschickt von dem Universal-Titel, von dem Undisputed WWE-Titel, also den Eddie hatte und so, ne? Von dem WWE-Gürtel. Dass er weiß, in welchem Format wir das brauchen. Da habe ich gesagt, so wie das Bild, so brauchen wir das, aber halt mit einem eigenen Design. Und er schickt mir das WWE. Also das Bild vom WWE-Logo, nur statt WWE steht da drin der Name meiner Liga. Und da dachte ich so, hä? Will ich mich verarschen? Das hätte ich dir in 10 Sekunden gemacht. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Also, und dann habe ich das nochmal klargestellt und er hat sich entschuldigt und jetzt braucht er natürlich noch eine Weile. Aber da habe ich auch gedacht, Close-Line hier. Wie findest du die All-Elite-Gürtel? Sind die denn schon bestätigt? Nein. Da gibt es ein Bild, was die gute Dame auf den links in die Kamera gehalten hat. Vom Panel Neckbreaker. Und das war's. Also da gibt's noch nichts. Außer das kam in den letzten 24 Stunden online, weil ich war halt die letzten 24 Stunden nicht online. Oder 48 eigentlich. Oh, DDT. In deiner Liga auch einen Open Challenge Titel. Ganz ehrlich, das wäre fucking geil. Aber wir würden ja übelst gruselig. Schatz, das war fucking gruselig. Ihr seid gerade in meinem Zimmer hier die Tür zugemacht. Übelst creepy. Ich weiß, wie fandest du das Bild, wenn er so aussehen sollte? Du hast da nichts gesehen. Du weißt nur, dass es zwei Sideblades hat. Das ist zu wenig für alles. Der Mann macht das schwächste WWE-Game. Keine Ahnung. WWE 12 oder so eine Scheiße. 13. Oh, the ref is down. Oh! Das Ding ist vielleicht ausgewichen. Oh, oh. Alter. Nein, das macht er nicht. Macht er nicht. Macht da Powerbomb! Oh oh. Jetzt will er es wissen. Jetzt will er es wissen. Und er pinnt. Das ist das Dümmste, was er hätte machen können. Wenn er einfach mal sein Comeback startet und erstmal im Pin geht. Das zieht doch viel zu viel Zeit. Ist der doof? Toll. Weiß nicht, wie man das kontern soll. Ja, toll.
Wow. So, jetzt kommt irgendwas, was ich wieder nicht kontern kann. Oh! Nein! Ist nicht wahr. Alter, ich hab das Ding gekontert. Oha. Nein. Oh, Alter! Okay. Das Ding geht ganz schön ab hier. Snapmare. Wir kick hier an die Seite. Und jetzt wird hier ordentlich gewirkt. Oh, fuck. Komm. Yo, Owens ist da, Freunde. Owens hat die Power. Zieht sich hier raus. Geht ran, greift zu. Pump Handle. Neckbreaker. Das zwiebelt ordentlich, Freunde. Cash ist auch noch hier, auch mit einem Finisher am Start. Und er rennt gegeneinander. Chop. Oh, Finisher gekontert. Ey, ich bin so gut gerade. Was ist hier los? Kick. Und nochmal den ganzen Spaß. Scheiße, ich hab keine Stamina mehr. Oh, 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 oh. Okay, so, warte mal. Wo hat denn Kevin Owens noch ein Signature? Beim Panel Neckbreaker. Ah, Cannonball. Ah, natürlich. Ja, den wollen wir natürlich nochmal kurz zeigen. Das muss ja auch gemacht werden. Ah, toll. Na, super. Jetzt stirbt er wieder hier. What? Sami Zayn is back! Also theoretisch. Bei uns ist er schon lange da. Sami Zayns Musik! Sami Zayn ist da! Oh my god! Blue Thunder Pump! Der Ref hat es natürlich nicht gesehen, ist klar. Hat er nicht gesehen. Alter! Was geht hier ab? Kevin Owens, Pin, 1, 2, oh, Kick out! Alter, ist nicht euer Ernst. Ey, wieso konnte der denn immer? Ey, jetzt zack, drin. Oh, jetzt habe ich wieder einen Finisher. Fuck you. Oh, scheiße. Oh, oh. Oh, oh. Oh, Sit-Out Powerbomb! Rope Break! Oh, shit, jetzt geht's ab. Oh, Sami Zayn lenkt nochmal ab hier. Cassius Ohno muss natürlich hier gucken. Der darf hier sich nicht so ablenken lassen. Das kann er nicht machen. Das kann böse enden. So zum Beispiel: Papa Powerbomb! Aber Kevin Owens ist noch nicht fertig. Ist einfach noch nicht fertig. Pop-up Powerbomb! Aber Kevin Owens ist noch nicht fertig. Und die dritte. Pop-up Powerbomb! What? Jetzt ist er Konter! Was? Kevin Owens rollt sich raus. What? Das habe ich noch nie gesehen. Also, wie geil ist das denn? Einmal ein Konter in der Hetzeser. Geil. Alles schön. Tja, da wollte Owens einfach zu viel. Da wollte er zu viel. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, nein, nein. Oh shit. Cassius Ohno. Kommt an. Oh, wieder ausgewichen. Wieder ausgewichen. Chop. Oh, Body Slam. Oh, Leute. Was geht denn jetzt ab hier? Was ist denn das jetzt schon für ein Match? Hätte schon nach dem ersten aufhören müssen. Hey, aber nicht, wenn es noch geht. Alter, das ist nicht sein Ernst. Und Sami Zayn wieder am Ablenken hier. Wieder die unfairen Attacken hier. Oh. Oh, 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 oh. Electric Chair.
Oh, Electric Chain, it's hit on Powerbomb. So geil. Raptors. Und Kevin Owens rollt sich wieder raus. Okay. Danke, Sami Zayn. Du bist einfach ein wahrer Freund. Oh, fuck. Oh, fuck. Oder auch nicht. Oh nein. Oh no. Oh no. Oh no. Oh! Discus! Big Boot! One! Oh! Kevin Owens kommt raus. Es geht hier ab, ey. Nein. Oh, oh. Und Neckbreaker, wollte ich schon sagen. Back Elbow. An den Hinterkopf hier von Cassius Ohno, der hier wieder sich von Sami Zayn ablenken lässt. Und German Suplex von Kevin Owens. Jetzt aber Irish Whip in die Ecke. Und ich weiß nicht, was man machen muss, damit er hier runter geht. Oh nein. Oh ja. Oh nein. Ich krieg den scheiß Cannonball auch nicht durch. Oh, ey, jetzt stirbt wieder einer. Und wieder eine Powerbomb. Scheiße, was geht hier ab? Oh. Und da kontert er wieder den Finisher. Und das muss es jetzt gewesen sein. Pop-up Powerbomb. Jawohl. One, two, three. Alter, hammergeiles Match. Das war ja wirklich eine leckere Nummer. Das war nice. Das war wirklich richtig geil. Sami Zayn gegen Ohno für die nächste Woche? Ja, weiß man nicht. Nächste Woche ist Martin Mania. Da muss man natürlich gucken, was man da machen kann. Aber da würde ich den eher sagen, Kevin Owens zusammen mit Sami Zayn wird dann wohl nächste Woche antreten gegen Cassius Ohno und einen unbekannten Tag Team Partner. Würde ich mal sagen. Weil das kann natürlich in dieser Konstellation hier so nicht stehen bleiben. Rated Akio gegen die Hardys, hä? So, Freunde. Dann hoffe ich, dass ihr jetzt bereit seid für die eigentliche Maincard. Denn jetzt wechseln wir in den Universe-Modus. Ich gehe kurz ins Vollbild, damit ihr hier nicht irgendwie gespoilert werdet. Und ich sehe mal wieder, dass ich auch wieder fantastisch alles vorbereitet habe. So wie das sein muss. Das heißt, ich muss die Karte erstmal reinbauen. Toll. Martin, du bist einfach ein Guter. Du bist ein Guter. Du bist einfach, du weißt, wie es läuft. Aber ihr müsst ja sowieso abstimmen, dann habt ihr doch sowieso Zeit. So, denn das erste Match ist natürlich das Open Challenge Titel Match. Und dann gucken wir mal, wer denn die Open Challenge hier heute antritt. So, uns machen wir ein schönes raus. Da sind schon einige lustige Möglichkeiten drin. Ich muss ja gucken, dass die nicht auf der Karte sind.
So. Gut. Sehr coole Idee. Titelkampf. Noch 8 Follower. Na, mal gucken. So. Zack. Wie entscheidest du, wer im Match ist? Spontan. So, dann gehen wir auch gleich mal die Matchcard durch. Also wir haben das Open Challenge Championship Match von Adam Cole. Dann haben wir ein Singles Match zwischen Finn Balor und den guten Jay White. Habe ich den runtergeladen? Kein Scheiß. Nein, Kacke. Ich habe auch keinen Platz, den runterzuladen. Ach, Scheiße. Dann mache ich mal jetzt einen Platzhalter mit Jay Lethal. Aber mal einen Jay Lethal Platzhalter, kann man mal machen. Genau. So, dann muss ich jetzt mal gucken, dass ich mir Jay White runterlade. Wenn du das Match bookst, dann musst du auch den Kerl bezahlen. Platz für ihn. So. Ja, ist schon richtig. Also dann kann ich auch wieder ins Spiel gehen und dann gucken wir mal uns einen schönen Jack White aus. Ist das rassistisch? Vielleicht mal bei den guten Leuten hier. Ja, das ist der Name doch schon. Einiges. Ah ja. Ach scheiße, ich glaube, ich hatte den sogar. Ich habe ihn als Switchblade. Genau. Toll. Ich gucke mir nochmal schnell an. Ah ja. Das sieht gut aus. Gut, dann kann ich jetzt wieder in den Vollweltmodus gehen. Ja, scheiße. Universe. Irgendwas war da nämlich auch. Das war klar, dass das sein musste. Aktion. Match bearbeiten. Gegen Switchblade. Also Finn Balor. Gegen Switchblade Jay White. Genau. So. Okay. Dann haben wir das nächste Match, ist ein Tag-Team-Match. Und dieses Tag-Team-Match ist Breezango. Tag-Team-Match. Breezango, also Fandango und Tyler Breeze gegen die Street Profits. Montez Ford und Angelo Dawkins. Das ist allerdings kein Tag Team Titelmatch. Dann haben wir ein Number One Contender Match um den MGTV Titel. Und zwar ein Fatal 4-Way Match. Und in diesem Match sind der gute Pack. Achso, der ist ja hier runtergeladen. Dann ist da drin Dolph Ziggler. Das wäre natürlich auch geil, wenn bei uns Dolph Ziggler im Main Event steht. Dann ist da drin Sami Zayn. Allerdings würde ich jetzt sagen, aufgrund der Story, die er jetzt schon für nächste Woche hat, wäre das dumm, Sami Zayn da reinzunehmen. Kofi Kingston ist mit in dem Match. Kofi Kingston. Also da ist er jetzt selbst schuld, weil er vorhin eingegriffen hat. Also der General Manager Martin geht zu Sami Zayn und sagt, ey, du hast in dem Match gegen, mit Kevin Owens und Cash Ohno eingegriffen. Du bist heute nicht im Number One Contender Match. Nächste Woche bei Martin Mania wirst du antreten gegen Cash Ohno und einen Partner seiner Wahl. Und dann gucken wir mal, wen wir hier sonst noch reinsetzen können. Wen,
Ich überlege mal kurz, was man da hätte Gutes machen können. So, wen haben wir denn? Also, Aleister Black ist ja noch heute im Titelmatch. Also auch doof, wenn der jetzt nochmal ein Contender werden würde. Bobby Fish. Bray Wyatt. Cedric Alexander. Oh, Chris Jericho. Hat Chris Jericho ein Match? Das würde ich auch sehr lustig finden. Jericho ist eigentlich immer eine gute Bank. Wenn ihr coole Ideen habt, schreibt es in den Chat. Ono und was? Drew McIntyre, Roman Reigns. John Cena. Oh, was macht denn der eigentlich? Ah, der hat heute noch einen Titelmatch. Wollen wir Kurt Angle nehmen? Kurt Angle würde ich eigentlich auch ganz krass feiern. Oh, ich hab was. The Miz. The Miz ist eigentlich auch geil. Schwierig. Sehr schwierig. Oder Classic Rey Mysterio. Rey Mysterio. Kann doch keiner was gegen haben, oder? Oder Ricochet. Ricochet? Ach, der tritt heute noch gegen Buddy Murphy an. Ja, dann, John Morrison, Marty Scurll, Marty Scurll. Also Rollins werde ich auf jeden Fall nicht nehmen, aber Kurt Angle, Rey Mysterio oder The Miz. Das würde ich schon echt geil finden. Oder Tyler Bate. Tyler Bate ist auch eine gute Sache. Samoa Joe. Ja, aber Warrior passt nicht. Bate. Okay. Ah, dann nehme ich Tyler Bate. Weil cool wäre nämlich, wenn Pete Dunne heute verteidigt und wir den einfach bei uns und Pete Dunne, und Tyler Bate das No More Contender Match gewinnt. Das wäre natürlich auch wieder sehr lecker. Wer ist Tyler Bate? What? Dann geht es weiter mit einem Singles-Match. Und zwar, wie ich eben schon gesagt habe, Ricochet gegen den guten Buddy Murphy. So, Kleidung ist kaputt, toll. Aber ich glaube, nur das Bild ist kaputt, könnte also noch gehen. Dann haben wir ein Titelmatch, und zwar um den MGTV-Titel. Das Finale, eigentlich müssten wir dieses Match nächste Woche erst auf die Karte setzen. Weil, ne, eigentlich ist das ein WrestleMania-Match nach dem Turnier. Eigentlich ist es richtig dumm, wir machen ein Turnier und eine Woche vor unserem WrestleMania ist denn das Turnierfinale? Das gefällt mir jetzt eigentlich nicht so gut. Okay, dann können wir noch ein Match machen. Weil dann setzen wir nämlich die Saiyajins gegen DIY. Das ist ein WrestleMania-Match. Das können wir nicht einfach so während einer Weekly droppen, Freunde. Das geht natürlich nicht. Wieso schreibt mein Stift nicht? So, das heißt, jetzt haben wir noch ein Match offen. Wir haben schon Tag Team Match, wir haben Dings. Oder wir machen jetzt ein Number 2 Contender Match. Und dann haben wir bei WrestleMania ein Triple Threat Match um den MGTV-Titel. Eigentlich auch eine schöne Sache.
oder? Dann machen wir jetzt noch ein Fatal 4-Way Match. Dann haben wir sehr große Matches, wo wir dann halt ein paar Chancen verteilen. Und Frauen, ich kotze im Kreis. Dann hau ich da jetzt rein. AJ Styles. The Miz. The Miz. Kurt Angle und jetzt zockt das OP-Match. Hä? Und Wyatt hat wenigstens Kurt Angle bei uns ein gutes Match. Kurt Angle und Rey Mysterio, oder? So, okay. Randy Orton, Ambrose. Ja, Ciampa, die haben denn schon Matches für nächste Woche. Die können dann nicht noch in zwei Matches sein. So, und im Main Event heute Abend haben wir trotz allem noch ein fettes Match. Und zwar um den MGTV-Titel. Das 2 out of 3 Falls Match. Ich keine Ahnung habe, wie ich das jetzt eingebe. Doch, weiß ich. Weiß ich doch nicht. Hä? 1 gegen 1? Wieso kann ich hier nichts ändern? Ach, was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Ah, das geht mir alles auf den Sack. Okay, dann gehe ich das so an. Pete dann gegen Aleister Black. So. Titelkampf, yes, yo. Ja. Okay. Aber fertig. Jetzt ändere ich noch zwei Sachen. Und zwar muss ich mir denn ein 2 out of 3 Falls Match erstellen, sonst kann ich das jetzt nicht wählen. Was natürlich auch wieder super geil ist. Hier gehen wir da rein. Bestellte Matches. Bearbeiten. Gibt es nicht sowas schon? Nein. 1 gegen 1. Normal. 2 out of 3 Falls. Das war's. Jo. Rest passt. Gebt noch einen Namen ein. 2, 3. So. Alles cool. Und ich will noch meinen Knee Strike wieder in den normalen Knee Strike ändern, nicht in diesen Springboard, weil der sieht einfach übelst kacke aus. Aber ich catche heute eh nicht. Das ist eigentlich scheißegal, ne? Kann ich es auch nächstes Mal machen. MG Finisher ändern. So. Gut. Jetzt geht's ab. Was habt ihr abgestimmt, Freunde? No DQ? Ne, es kann auch nicht DQ sein. Wenn der sich halt selbst disqualifiziert, dann. Ach ja, stimmt, ich habe aber No DQ angegeben. Warte, dann muss ich das jetzt nochmal ändern. Bestellte Matches bearbeiten. So, ja. Ja. Disqualifikation aus. Gut. Okay. Wie habt ihr ab? 62% für den Herausforderer. Alter, das ist ja mal übelst knapp. 62% so ein oder so uneindeutig war es eigentlich noch nie. So, Universe-Modus. Und ich gehe nochmal kurz raus. Weil ihr nicht sehen sollt, wer der Herausforderer ist. Was wollte ich jetzt noch ändern schnell? Achso, das Match. Matches bearbeiten. So, dann ist es also ein No-DQ. Match bearbeiten. Erstellte Matches. 2 out of 3 Falls Match zwischen Pete Dunne
und den guten Aleister Black. Das war ein fettes Ding heute. So, Titelkampf, yes, yes. Go, yo. Ist halt Cole. Ja, aber es ist ja trotzdem für den Herausforderer. Aber das ist halt, ne? Stark. So. Okay, Freunde, dann geht es jetzt los. Die Show beginnt. Wir haben eine wunderbare Matchcard wieder vor uns. Das wird wieder sehr geil. Und ich klicke auf Show beginnen. Und dann geht's los. Jetzt wird es noch geladen hier kurz. So. Leute, feiern wie Sau. Und ich wähle jetzt den Herausforderer auf den Open Challenge Championship von Adam Cole. Und Freunde, wer wird der Herausforderer für Adam Cole für den Open Challenge Titel, die große Open Challenge am heutigen Abend? Wer wird es sein, Freunde? Schreibt eure Meinung in den Chat und seid gespannt auf das, was nun folgt. Was liegt noch? Jodu, danke für den Sub. So, Freunde, auf geht's. Und es ist... Ding, ding, ding. The following contest. The following contest is scheduled for one fall. One fall. And it's for the WWE Open Challenge. Dun, 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 Fucking Walter, Freunde! Walter ist der Herausforderer für den Open Challenge Titel. Es gibt jetzt Chance, Freunde. So muss das sein. Sieht mal wieder richtig gut gelaunt aus. So muss das sein. Adam Cole bekommt es also mit Walter zu tun. Das ist natürlich krass. Wer ist das denn? Nächste Shot, verarschst du mich? Das wird der sein, der in dem besten Match am WrestleMania-Wochenende sein wird. Der ist sogar... Der ist Österreicher. Der catcht in Deutschland. Also, was ist denn da los? Und der wird Pete dann den Titel abnehmen. Mir geht's immer gut. Bescheuerte Musik hier im Spiel. Ist der bei NXT, gucken Raw und SmackDown. Das ist traurig, du machst es genau falsch rum. Der ist bei NXT UK. Frag, danke für deinen Sub. Ich muss mir weiter Steam noch runterladen, die kommt vor der Prüfung immer gut, auf jeden. Noch nie was von Walter gesehen, aber wer bei TakeOver Blackpool die Bühne feiert, kennt noch auf jeden, das ist auch echt geil. Richtig geiles Segment. Und da ist er, Freunde. Adam Cole, baby! Unser Open Challenge Champion. Letztes Mal gegen Andrade den Titel gewonnen. Die Crowd übelst eskaliert, als er als Herausforderer rauskommt. Aber vielleicht wird der Titel heute schon wieder wechseln. Auch jemand, den die Main-Show-Zuschauer nicht kennen. Bester Typ ever. Ihr müsst euch wirklich abgewöhnen, Raw und SmackDown zu gucken. Das hilft nichts. Ihr müsst NXT, NXT UK und 205 Live gucken.
Da habt ihr weniger Zeitaufwand, aber habt viel, viel Besseres von allem. Boom! Also Freunde, da müsst ihr was tun. Das geht so nicht. Fire Pro Wrestling habe ich nicht gespielt. Adam Cole, baby. So, Freunde. Open Challenge steht ist da, Freunde. Und übrigens, Atomops ist jetzt gerade sogar Supporter des Monats, des Tages. Vielen Dank. Des Monats ist noch ein bisschen. Noch ein bisschen. From Vienna, Austria, weighing in at dachte weiter, wollte nicht in die USA. Das will er ja auch nicht. Aber mal für ein Takeover kann man mal rüberfliegen. For WrestleMania, realistisch Taker gegen Sting. Na ja, nee, finde ich unrealistisch. Also wird nicht passieren. Und bei Adam Cole Pyro eingebaut, das ist auch lustig. Baby! Jawohl, er geht noch auf Top Rope, zeigt nochmal den Titel, den er möglicherweise jetzt verliert. Wie gewonnen, so zu runnen. Wer weiß? Walter ist bereit. Der Titel wird in die Höhe gestreckt. Und es kann losgehen, Freunde. Da, da, da. Wer choppt hier Walter, Junge? Das ist ein Walter-Job. Glaub's hackt. Ah ja. Oh, gleich nochmal einer auf der Brust. So muss es sein. Vorarm. Oh, Kick. Nicht mit mir, Dragon Screw. Ist hier aber auch brutal. Oh, oh. Also Walter ist natürlich für seine Jobs bekannt. Dafür liebt man ihn. Oh, oh, oh. Alter, Neckbreaker. Aufgebrochen gleich wieder hier. Und wieder. Das geht die ganze Zeit hin und her. Oh, was kommt jetzt? Snap Suplex. Das sieht gerade nicht gut aus für den guten Adam Cole. Der sieht schon sehr, sehr angeschlagen aus. Walter ist hier in der Ecke beschäftigt. Oh, weiter Hip Toss. Show off, 35 Minuten ist er bald. Nochmal, oh, rausgedreht, wunderschön, Neckbreaker. Ist er wirklich so stämmig? Walter ist schon. Walter hat schon ein bisschen was. Oh, Big Boot hier rausgedreht. Alter, weiter ist. Ist schon. Da geht schon was. Oh. Will Walter hier das Ding schon beenden? Powerbomb! Oha. Ey, guckt euch mal an. Der ist einfach mal schon rot. Adam Cole ist schon rot. Komplettes Squash-Match. Ein Trip. Close line. Alter, hier wieder die Schläge zurück. Alter, wieder immer feste drauf. So kennt man das. Fireman's Carry Takedown. Und Vorarm. Ein Trip. Oh, was kommt jetzt? Oh, oh.
Jetzt geht jemand auf. Jetzt ist es soweit. Jetzt stirbt jemand. Oder auch nicht. Jetzt nehmen wir das oberste Seil. Oh, Back Suplex auf den Apron. Der härteste Bereich des Rings. Und er streckt die Faust nach oben, lässt sich feiern und hat einfach hier die komplette Kontrolle über unseren Champion. Irish Rip und Big Boot ausgekontert. Jetzt hier in die Ecke. Oh, Adam Cole hier sehr unfair. Kommt er ein bisschen besser ins Match. Oh, Walter zieht ihn gleich runter. Oh. Sehr schön. Vorarm hier nochmal hinterher. Irish Rip und Big Boot wieder ausgekontert. Und hier weggeschmissen den Typen. Alter. Und der Chop holt ihn wieder mal von den Beinen. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Es geht wieder hoch. Powerbomb! Walter hat hier wirklich alles auf seiner Seite. Kann hier wieder den guten Adam Cole komplett runterbringen. Und jetzt will er wohl das Ding beenden. Walter greift zu. Und Top Wristlock. Oh, die Schläge hier aber jetzt von Adam Cole. Der kommt hier nochmal zurück. Oh! Oh, Walter speert ihn um. Und Adam Cole rollt sich raus. Der Ringgeneral steht natürlich wieder wie eine Eins. In seinem Ring wird hier nochmal zum Spear ansetzen. Und das sollte es denn langsam auch gewesen sein. Greift zu. Und das sieht nicht gut aus. Pile Driver. Von Walter. One, two, three. Und wir haben einen neuen Open Challenge Champion. Nach dem Pop des Jahrtausends, den Adam Cole letzte Woche bekommen haben, haben wir diese Woche mit Walter einen neuen Champion. Alter, komplette Zerstörung, Freunde. Aber komplett. Hallöchen, Fett Tony grüßt sich. Walter ist gut und schön als Champion, aber lad dir einen neuen runter. Es gibt keinen besseren. Es gibt einen schlechteren. Das war es natürlich mal wieder komplett. Der USA-Verweigerer. Ist doch scheißegal, muss doch nicht. MGTV ist doch in Deutschland. Walter, neuer Champion. Also, dass Adam Cole hier so krass penetriert wird, das ist natürlich auch das. Neuer Champion. Sehr, sehr krank. Nicht schlecht, Freunde. Nicht schlecht. So, dann geht es jetzt weiter. So, mit Finn Balor gegen Switchblade Jay.
selber ein. Hat die Abstimmung gewonnen? Ich kenne ja auch Jay White, aber Balor ist halt einfach geiler. 83% für Balor. Holy shit. Okay. Dann geht's los. Da hat jemand Raven unter. Das kommt, Raven kommt immer mal, aber warum denn Raven? 4 Punkte für Ravenclaw. Ah ja. Raven cool ist, Alter. Ja, aber. Also. Ne? Jericho wegen dem Aussehen. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ja jetzt auch nicht schlimm. Jericho ist fucking gut. Also von daher. Oh, die Two Streets sind im Chat am Start. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass mein Delay von meinem Vorschaubildschirm nicht mehr existiert. Ich weiß nicht, ist das gerade irgendwie? Komisch. Bock auf Mania? Nope. Was, habt ihr denn schon Bock auf WrestleMania? Sagt ihr wirklich schon, Alter, das ist so geil. Das muss unbedingt sein. So, Freunde, weiter geht's. The IWGP Heavyweight Champion. Soweit ich informiert. Jay fucking White. The Switchblade. Ah, der Kurs ist schon echt gut geworden, muss man sagen. Wie ist der Streamplan für nächste Woche? So wie jede Woche. Ich kann dir. Na, Montag, Mittwoch, Sonntag. Ist doch immer das Gleiche. Wie fandst du das gerade? Ich hab's nicht gesehen. Ich war nicht da und. Ich hab's auch nicht gesehen. Also, ich hab so mitbekommen, was da passiert ist, aber. Ich hab jetzt nicht die Matches gesehen. So wie die Leute in der Halle. Dumms. Ich habe das Gefühl, aber den Universal-Team müsste abgeben wegen Verletzung. Das. Null gehypt auf Mania und 15 Matches noch. Oder so noch weniger. Ja, 17 Matches. Zayn gegen Bryan bei WrestleMania. Kann man machen, aber die müssen das halt jetzt machen. Jetzt! Weiß ich auch nicht, ob man das macht. Boah ja, vielleicht mal mit einem DDT starten. Das kennt man so. Das kennt man einfach so. Da startet man einfach mal das Match gleich mal mit dem DDT. Oh. Oder mit dem Reverse DDT. Fertig.
Was soll denn der? Der schiebt mich hier durch den Ring, der zieht mich hier durch den Ring. Oh, da gibt es den Kick. Das gibt den Kick. Slingblade gegen Switchblade. Das ist natürlich auch gut. Oh, viele Ball. Super, sehr schön. Ah, Dropkick ans Knie. Schön hochgesprungen, Berner, im richtigen Moment. So, wunderbar. Geht doch spätestens bis 6. Ja, oder ab 6. Das kann, die ziehen halt einfach alles vor. Die haben halt. Die machen halt das vorne wieder rein. Die beginnen halt einfach übelst früh. German Suplex in die Ecke. Und nochmal ein. Und nochmal ein. Also, Freunde, das sieht nicht gut aus hier für Balor. Oh, oh, Pin hinterher. Ups. Kick out. Oh, oh, oh. Oh, was kommt jetzt? Ah, nischt ist. Oh, Alter, der gleich kickt wieder ausgewichen. Facebuster, Flatliner, vielen Namen. Snap Suplex. Wenn es nicht den Stream gäbe, würde ich definitiv Mania nicht gucken. Nicht live gucken. Ja, das geht wahrscheinlich einigen so. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel des Gutes. Oh oh. Hätte der jetzt schon sein Signature? Oder auch nicht, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Das ist jetzt natürlich wieder scheiße. Nur ein Test-Abo für Mania machen. Ja. Sollte man. Also das kostenlose Abo, das kann man bei Mania auf jeden Fall einlösen. Da gibt es keinen Grund, irgendwas Illegales zu gucken. Oh, 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 Bader kann sich wieder rumdrehen. Oh, das sieht gut aus. Ripped in die Seite. Slingblade. Scheiße, ich wollte gerade meinen Signature machen. Ich hab gar keinen. Alter, Running Slap in die Seile. Wunderschöner Dropkick. Das ist schön. Balor jetzt hier auf dem Top Rope. Und er fliegt. Kudera! Oh, fuck. Ausgewichen. Oh, nochmal ein DDT. Schönes Spike. Womit kann man Network zahlen? Mit deinem Laden. Und mit eigentlich fast allen. Um irgendwie Geld auszugeben. PayPal. Kreditkarte. Oh, oh! Shit! One! Two! Three! Hoppala! Was war da denn los? Okay. Okay. Das ging aber mal schnell zu Ende. Vor allem, das war ein übelster Out-of-Nowhere-Move. Ich meine, er hat ja vorher mein Finisher gekontert, deswegen war das okay. Aber holy shit, Alter, der zieht den immer komplett durch. Wie heißt denn der bei ihm? Sister Abigail, ja, aber... Alter! Switchblade besiegt einfach mal übelst lässig Finn Balor. Also, der Typ ist nicht umsonst IWGP Heavyweight Champion. Das ist halt krank. Eine schöne coole Grab, perfekt. Zack, ausgewichen. Oh, Blade Runner, ja stimmt. Da war was. Und dann war es das. Oh, oh. Ah, finde ich gut. Und jetzt The Demon gegen Switchblade bei Martin Mania. Finde ich, ist eine geile Idee. Ist eine geile Idee. Ich werde es erst Ende des Dings bestätigen, aber ist auf jeden Fall schon nice, ja.
So, dann hat gerade mal wieder einfach mal Atommobs, kennt seine eigene Kraft wieder nicht, ist nicht nur Supporter des Tages, hat nicht schon 5 Subs rausgehauen hier, sondern haut noch an Ziggy MC Crit ein Sub raus, an Barbarossa das 4. Sub schon und an Sept. Alle 3 haben einfach mal so offen lassen, wieder mal ein Sub bekommen, kann man mal machen, würde ich sagen. Ich mache jetzt allerdings eine 3 Minuten Pause. Ihr könnt in der Zeit für dieses Match hier abstimmen und holt euch was zu trinken, geht pullern, stimmt ab und wir sind gleich wieder hier. So Leute, willkommen zurück aus der Werbeunterbrechung. Hier, ich zeige euch nochmal meine Boots, meine Wrestling-Boots. Ich hatte ja gestern ein Match in Lübeck bei der MWA. Und ja, wer die noch nicht gesehen hat, ich habe einfach fucking weiße Boots. Und ich habe hier auf die Seite mir draufgeschrieben, weil ja gestern diese Wahl, diese Dings waren, die Demos wegen Artikel 13, habe ich hier erstmal Save the Internet draufgeschrieben, ja, und auf meiner anderen Seite steht drauf Hashtag wir sind die Boots, ja, finde ich übel lustig, könnte ich mich stundenlang drüber totlachen, weil es ja diesen Hashtag gibt, wir sind die Bots und das hier sind aber meine Boots, also steht auf meinen Boots, wir sind die Boots, wie lustig ist das, Freunde? So einen lustigen Gag habt ihr noch nie erlebt. Auf jeden Fall, ja, das dazu. Meine wunderbaren Wrestling-Boots.
So, habt ihr den auch mal gesehen? Ich hab Rücken. Wird am Dienstag spannend werden, wie es im Artikel 13 steht. Spoiler-Alarm wird beschlossen. Sorry, euch da irgendwie enttäuschen zu müssen, aber sag ja der Nick Hardy 20 Monate Resub. Ey, der Typ ist so fleißig, ey. Jede Woche schneidet der die MGTV-Dinger. Ich muss die jetzt alle die Tage raushauen. Aber vielen Dank, ey. Ich bin echt gespannt, wie die ankommen. So. Wenn du den Witz erklären musst, Kappa. Ja, manche denken sich, guck mal, der hat sich verschrieben. Seid Idioten. So, Freunde. Also, ihr habt abgestimmt für Team Breezango. Gute Wahl. Die anderen sind aber auch super cool. Und dann geht's ab. Ich sehe gerade, ich habe gestern Abend meine Sprite im Bad stehen lassen. Ich glaube, die ist nicht mehr so geil. Ich glaube auch. Kannst du, glaube ich, ins Klo schmeißen. Das ist auch tot, oder? Fandangoing. Ich hoffe, wenn der wiederkommt, dass sie nicht das Tag machen, sondern Einzelwrestler werden. Ich hoffe, dass das Fandangoing wiederkommt. Ja, es war einfach super geil. You can't deny. Das fühlt sich nicht mehr am Follow-Account. Ja, das ist halt so. Kannst du bei den Mengen an Energy Drinks überhaupt schlafen? Ja, wie ein Baby. Weil ich habe so viel Energy Drinks in meinem Leben schon getrunken, das juckt mich überhaupt nicht mehr. Es ist schon bis 2 Uhr. Keine Ahnung. Kann ich absehen, wie lange das schon geht. Ich weiß nicht, was bei euch los ist, aber in Österreich juckt es halt einfach keinen, okay? Bei uns ist hier, bei uns am Samstag brannten die großen Städte. Und wie Geld hast du für die selbstgemachten Sprüche auf die Boots bekommen, Kappa? Wie viel Geld? Was soll ich denn dafür Geld kriegen? Ach so. Ah, wahrscheinlich, weil die alle gut sind und von Google bezahlt werden. Weil wir alle gut sind. Wird es den Bolle Club eigentlich noch bei All Elite geben? Ich finde die super lustig, die Typen. Wir hatten die noch nie bei MGTV. Das ist ihr Debüt-Match bei MGTV. Mit dem Ballon. Super cool, ey. Wenn die sich jetzt gut anstellen, vielleicht werden die häufiger eingesetzt. Oh, Kohle! Ihr war das! Willkommen zurück! Und wieder etwas Dönergeld. Dankeschön. Sieht man ja nicht mehr allzu oft hier im Stream. Aber freut mich, dass du wieder da bist. Und danke natürlich für den Support. Einfach cool, die Jungs. Jetzt so ein Döner. Lass mal morgen nach der Prüfung. Gönn dir. Viel Glück schon mal morgen. Die sind zwar bescheuert, aber voll geil. 2-2. Oh, das ist ja so spannend. Alle Demonstranten sind gekauft, bekommen bis zu 450 Euro. Ah ja, ist klar. So viel Geld hat niemand. Wie viel Geld bekommen deine Schuhe? Wie viel bekommen deine Schuhe? Ja, eine Million. So, Freunde. Jetzt kann ich hin und her schalten. Crowd, Alter, die Crowd Fandangoid. Hä, ich bin da jetzt? Ja. Schon sagen. Ich bin gar nicht klar.
doch Google. Ja, auch nicht. Aber ich sag euch, das Ding wird am Dienstag beschlossen. Weil... Das juckt die doch alles nicht. Das juckt die doch alles nicht. Aber ich freue mich schon auf die Wahlen. Das wird witzig. AfD 60%. Ja, moin. CDU 4%. Ja, moin. Und dann explodiert die. Und dann explodiert das Land. Dann werden sich irgendwas ausdenken, dass das so nicht passiert. Dann, keine Ahnung, ändern sie das wieder und dann. Ah ja, 10, 100%. Ah ja. Jetzt gibt's Tag Team Action. Body Slam. Oh. Wunderbar. Sehr schöner Mozart. Dance hier. Angelo Dawkins ist am Start. Dance in unserem. Die Street Profits werden gepusht. Ja, aber nicht in den Main Shows. Also gerade läuft es gar nicht gut. Oh, doch, jetzt. Das wird auch ganz schön geändert. So, beide Teams hier gut mit Tag Team Moves am Start. Double Hip Toss. Wunderschön. Tyler Breeze jetzt hier im Match. Keiner wählt mehr, die CDU Grünen werden gewählt. Nee. Da werden nochmal ordentlich viele Stimmen an die AfD gehen. Kannst du glauben. Wenn die das vor den Wahlen nochmal ordentlich publizieren, nochmal ordentlich das Ding in die Werbetrommel reißen, da werden die nochmal ordentlich. Weil die sind ja nicht blöde. Also die sind vielleicht blöde, aber die sind auch nicht blöde. So, ne? Deswegen. Die werden diese einfache Chance, um Wähler zu kriegen, nicht links liegen lassen. Machen hier so einen schönen Neckbreaker zwischen den Zeilen. Der zwiebelt immer. Oh. Alt. Das war doch mal ein schön ausgeführter Schlag. Oh, Dropkick hier. Aber Tyler Breeze steht aber sofort wieder auf. Gar kein Problem. Breeze dreht durch. Superkick! Oha! Jetzt will er es aber wissen. Was geht jetzt? Backstabber! Tyler Breeze ist einfach der Geilste. Er ist einfach der Geilste. Und jetzt! Oh, unprettier! Wieso hat ein Angelo Dawkins eigentlich einen Finisher? Wie ist das passiert? Breeze ist gorgeous. Oh, sehr schön rausgekontert. Tyler Breeze wollte wieder zugreifen. Angelo Dawkins hier. Der hätte gleich in seine Ecke gehen müssen. Der ist einfach nur übelst fertig. Jetzt. Scheiße. Ärgert's wieder. Das Tag. Oh, Spinebuster. Frog Splash. Sehr schön. Mit Pin hinterher. One. Two. Three. What? Das war deren Finisher. Die haben aber einen Tag-Finisher gezogen. Alter, heute ist alles völlig Chaos. Alter. Super K. Eigentlich wollte ich auch den Beauty Shot machen übrigens. Aber. Okay. Das kam auch out of nowhere. Frog Splash hier. Natürlich muss man mal dazu sagen, der eben gesehene Frog Splash ist nicht gut gecaptured, denn der Frog Splash von Montez Ford ist fucking großartig. Der ist fucking großartig. Deswegen hier Spinebuster in den Frog Splash. Das ist nicht mal ansatzweise so, wie der den macht.
Der ist nur krank. Nur krank. Aber hier auch. Fandango hat noch versucht, hier einzugreifen, wurde hier aber von Angelo Dawkins aufgehalten. Und so siegen die Street Profits. Das erste Match hier bei MGTV. Und gleich gewonnen. Das war eine souveräne Leistung. Muss man auch mal so sagen. Das hätte ich allerdings nicht kommen sehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, Freunde. Dann kommen wir nun zu einem der beiden Fatal 4-Way Number 1 Contender Matches. Zwei Contender Matches gibt es. Und wir werden bei Martin Mania nächste Woche Sonntag das MGTV-Titelmatch in einem Triple Threat Match sehen. Der jetzt dieses Match gewinnt, wird antreten gegen den, der nachher das Match gewinnt. Der wird antreten gegen unseren Champion. Entweder Pete Dunne oder Aleister Black. Das werden wir heute auf jeden Fall noch in Erfahrung bringen. Der Stream, hängt der Stream nur bei mir an? Und ja, scheint so. Geh in die App, geh in die Twitch-App, Desktop-App. Ihr durftet gerade abstimmen. Hoffentlich habt ihr es gemacht. Ich wette eh, dass ihr alle Kofi gewählt habt. Weil Kofi gerade halt einfach fucking over ist. Mania, was ein legendärer Name. Ja, Innovation ist da. Ich muss meine Tür wieder zumachen. Nicht, dass sie wieder von Geisterhand nachher zugeht. Wieder ein Follower weniger. Ja, das ist halt so. Aber 45% Kofi, Alter. Das war abzusehen, Freunde. Aber ich mache mal. Was soll ich jetzt machen? Weiß nicht mehr. Wird Martin Mania besser als WrestleMania? Natürlich. Top 5 Frog Splash: Leo Rush, Eddie Guerrero, Montez Ford, Martin Guerrero, Vicky Guerrero. Okay, nein. Einfach nein. Top 5 Frog Splashes. Warte. Wer ist er denn jetzt? Der ehemalige Partner von also der jetzt bei den Forgotten Sons ist. Der ehemalige Partner von Buddy Murphy. Komm gerade echt nicht auf. Blake, genau. Blake. Wesley Blake ist auf Platz 1. Platz 2, Montez Ford. Platz 3, Rob Van Dam. Platz 4, Leo Rush. Platz 5, Eddie Guerrero. Platz 723, Martin Guerrero. Platz 443.000, Vicky Guerrero. So ungefähr kann man das wahrscheinlich besser einpegeln. Aber Tamina, der beste Frog Splash. Scheiße, die. Ja, da stehe ich noch vor Tamina. Aber Blake hat einen fucking perfekten Frog Splash. Montez Ford aber auch. Also die beiden sind wirklich so, was man momentan sieht, die besten Frog Splash-Duo ever. Okay, der von Rollins ist auch gut und der von Kevin Owens auch richtig gut. Kannst du auch nicht sagen. So, Freunde. Number One Contender Match. Nummer 1 ist da, Freunde. Was kommt jetzt? Aber jetzt kommt Neville. The King of the Cruiserweights. Making his way to the ring. Top 3 Suplexes. From Newcastle, jeder. Upon Tyne, England. Weighing in at
Der Fuck schon die Rush, den haben wir doch genannt. So, ich kann ja schon mal die Matchcard nebenbei so ein bisschen schreiben für Marvel Mania, ne? So, denn wir haben Kevin Owens und Sami Zayn. Gegen Cassius Ohno und einen Partner seiner Wahl. Da lasse ich mir natürlich noch was Schönes überlegen. So, dann wollt ihr Randy Orton gegen Jeff Hardy nochmal im Hell in a Cell sehen, oder was? Hat Randy Orton irgendeinen Partner? Eigentlich nicht, ne? Jetzt hätte ich die Hardys mit eingebunden. Ja, guck schon mal. Wir halt nur krasse Sachen für WrestleMania haben. Deswegen, obwohl wir können ja WrestleMania denn noch länger machen. Ja gut, dann machen wir einfach Randy Orton gegen Jeff Hardy. TLC. TLC. Randy Orton. Gegen Jeff. It's a new day. Yes, it is. Dann haben wir Open Challenge Championship. Und Freunde, Walter ist der neue Champion, wird antreten gegen, weiß man nicht. Machst du den 8 Stunden Marty Mania? Nein, sicher. Tag Team Titel Match, ja, das kommt alles noch. Beste Musik, ey. Dann haben wir den Demon gegen Jay White. Dir was auf Insta geschickt, ist wichtig. Ist es nicht. Wenn es nicht Nacktbilder von Rothaarigen sind, dann ist es nicht. Aber ich bin natürlich trotzdem. So. Und dann haben wir das MGT Tag Team Championship Match. Sergeants versus Hashtag DIY. Okay, aber erstmal sind alle Leute jetzt im Ring. Kofi Kingston, Tyler Bate, Neville bzw. Pac und Dolph Ziggler. Super Kick hier gleich mal von Neville. Also Fatal 4-Way Match. Wer zieht bei Marty Mania in das Main Event Match ein? Wir sind gespannt. Jeder hat hier auf jeden Fall gute Chancen, was zu reißen. Bei uns haben halt auch mal die kleineren Leute
die Mid-Kader die Möglichkeiten, hier das große Gold abzusahnen. Oh, oh, rausgedreht. Zack, DDT. So. Kofi wird wieder ausgekontert. Drop down. Leapfrog. Oh! Und er pusht ihn einfach mal in den Himmel. Alles cool. Kann man mal machen. So, noch ist alles gut. Noch ist alles recht ausgeglichen hier. Jeder hat noch nicht allzu viel zeigen können. Alles noch im Rahmen. Tyler Bate hier mit dem Boston Crab. Aber das wird wohl noch nicht enden. Sie gleich hier den Dropkick ins leere gesprungen. Kofi Kingston greift zu, haut erstmal einen schönen Back Suplex rein. Tyler Bate hier mit einem Schlag hinterher. Kofi kann sich hier wieder wehren. Schöner Hip Toss. Jetzt greift er hier gleich an Dolph Ziggler. Suplex auf Seil. Und es geht weiter gegen Pac. Wieder in den DDT rein. Kofi geht steil. So, Ziggler ist wieder am Start. Ja gut, das habe ich mir natürlich mit jedem angelegt. Pack dreht hier zwei Runden in der Head-Saison, sehr gut. Oh, 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 Deadlift German Suplex. Scheiße, Tyler Bate hat einfach mal schon einen Signature, läuft bei ihm. Oh, German Suplex hier von Neville. Pack, sorry. Oh, Alter. Legdrop nach draußen. Dolph Ziggler weiß nicht so richtig, wie er den nehmen soll. Ob er jetzt drauf geht oder nicht. Oh, super Kick von Tyler Bate. Und Kofi steht jetzt auch wieder. Greift jetzt hier Tyler Bate. Oh. Ah, oh, Double Footstorm. Ist ja Kofi jetzt hier alleine im Ring, alle noch draußen. Keiner weiß so richtig, was los ist. Aber hier kommt Tyler Bate. Und Kofi schnappt ihn sich gleich. Rennt in die Ecke. Oh, Reversal. Ah, wieder Reversal. Aber jetzt geht's durch. Kofi rennt an. Wunderbarer Monkey Flip. Sehr schön. So, und jetzt. Was muss ich machen? Ich weiß es nicht. Warum geht's nicht? Ich habe keine Ahnung. Oh! Spinning Kick hier von Tyler Bate. Alter. Oh, 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 oh. Trouble in Paradise! Oh, oh, war's das schon? Kofi pinnt. One, two, three! Trouble in Paradise! Gegen Tyler Bate. Und das war's schon. Ah ja. Aber da muss ich jetzt auch mal sagen, erstens hat mein Signature gerade gar nicht funktioniert. Ich weiß nicht warum. Dann ist Tyler Bate in dem... Ja, Rope Break, ja, Fatal 4-Way Match. Dann ist aber Tyler Bate in diesem Spiel viel zu schwach. Ich weiß nicht warum. Kann man das irgendwie ändern? Weil... Das hätte jetzt nicht passieren dürfen. Tyler Bate ist einfach der Geilste. Also, der ist besser als alle anderen im Roster zusammen. Aber, was natürlich lustig ist, wenn bei SmackDown jetzt wirklich nicht entschieden wird, dass Kofi Kingston bei WrestleMania im Main Event steht, muss ich sagen, bei uns, bei Martin Mania, steht er im Main Event. Kofi Kingston qualifiziert sich fürs MGTV-Titelmatch. Nächste Woche... bei Martin Mania. Holy shit. Ich bin jetzt zu Tyler Bate. Nicht schlecht, Freund. Wollen wir machen. Ob das auch in echt passiert? Ich denke eher nicht. So. Dann kommen wir zum nächsten Match. Einmal nochmal so ein kleines Ding, um mal runterzukommen.
noch ein kleines Ding, um runterzukommen. Ricochet gegen Buddy. Wo soll ich ihn hinschicken? Schick ihn mir per Facebook. Also Facebook an meine Martin Grow YouTube-Seite. Also da, wo du die letzte auch gemacht hast. Hast du nicht schon? Schick einfach mal Facebook. Du reagierst aber nicht. Ja, natürlich. Wenn mir Leute irgendeine Scheiße schicken, kann man nicht auf alles reagieren. Was soll ich dazu sagen? Manchmal ist es wirklich dumm. Was soll ich dazu sagen? Also ich kann nicht auf jede einzelne Nachricht antworten. Weil wenn ich antworte, kriege ich wieder eine Nachricht. Und die wird wahrscheinlich auch nicht besser. So, deswegen. Alter, 77% für Ricochet. Okay. Aber sorry, da war gerade wirklich nichts Wichtiges dabei. Ich habe jetzt alle meine Instagram-Nachrichten gesehen. Da war nichts, was wichtig war. So. Okay, Ricochet. King of Bros, Matt Riddle gegen Brother Nero sehen. Was ist denn da? One and only. Rest in peace, Murphy. Hau ich eigentlich, ne? Kurt gegen Styles wurde für SmackDown diesen Dienstag gespielt. Oh, geil. Und dieser Gonzo, der Reset, 20 Monate. Nice. Die Ricochet wäscht, ist er. Zu wenig Votes für Murphy, ja. Aber die Leute gucken halt Main-Shows, haben also Ricochet jetzt die letzten drei Wochen mal gesehen. Also die meisten Leute und ja. Gucken einfach die falschen Shows. Martin auf der Bank, Kofferträger. Bubble on point. Ja, nein, eben nicht, denn unser Money in the Bank Kofferträger, also unser Money in the Bank Koffer heißt Martin auf der Bank. Das ist schon lustig. Das soll schon so sein. Und nicht Martin in einer Bank, sondern der ist, ich sitze auf einer Bank. Ach, es war wieder so klar, Alter. Broken Buddy Murphy ist da. Es ist einfach, das Spiel ist so dumm, ey. Schön, dass du die Bilder löschen kannst. Aber wenn du halt einfach Bilder löschst von Leuten, wo das auch verwendet ist, dann kommt sowas dabei raus. Buddy Murphy ist bei mir broken. Toll. Klamotten sehen kaputt. Scheiße, ey. Naja, deswegen habt ihr ihn nicht gewählt. Kann man machen. Einfach mal eine solide schwarze Hose tragen. Vielleicht hat er seine Gier vergessen, wurde geklaut, wer weiß es schon so genau.
möchte ihn in den Händen halten. Und wenn ihr ein Foto reicht, kein Problem, werde das morgen mal aufnehmen. Schick mir das jetzt! Ich will das jetzt sehen! Mach einfach ein Foto mit einem Handy von. Das ist so nur, dass man den groben Aufbau hat. So. Ricochet und Buddy Murphy. Also, gleich mal hier im Mini-Strike ankommen. Das können wir schon mal leiden. Oh! Alter, das ist immer ein Facebuster, der hier im Buche steht. 3-2 für Deutschland. Oh, es ist verschwendet! Es ist überhaupt nicht spannend, wenn Deutschland jetzt verliert, aber trotzdem sich nochmal qualifizieren kann, Leute. Ich verstehe nicht, warum ihr das guckt. Es ist einfach so lächerlich! Wieder hinterhergezogen. Dann halt in die andere Ecke. Boah, Alter, der Knee Strike geht nicht durch. Oh, wunderschön. Enzigiri Head Scissor. Ne, Black Mass ist einfach so. Da muss man mal realistisch wirklich sagen, das ist einfach schade. Ey, wenn das wirklich so wäre. Boah, Alter, perfekter Kontrast, sehr geil. Wenn das wirklich so wäre, dass. Wenn Deutschland, dann kommen die, wenn die jetzt verlieren, dann kommen die nicht zur EM. Wenn das so wäre, dann würde ich das Spiel jetzt auch gucken. Weil das wäre auch interessant. Aber so ist es doch einfach nur lächerlich. Das ist einfach nur lächerlich. Cliff German. Oh. Seil noch hängen geblieben. Sunset Flip. One, two, oh. So, Zigzag. So, Ricochet auf Top Rope. Oh, what the fuck? Was war das denn? 450 Splash, einmal komplett daneben. Und hier nochmal rausgedreht. Gleiche Situation. Sunset Flip. One. 2 What? 1 Oh. So was kann ich doch nicht. Scheiße. Alter, dieses Ding, ey. Und erneut. Weil wir das so schön können. One. Two. One. Oh. Aber das war sein Finisher. Oh. Das heißt, ich kann den jetzt eigentlich... Alter. Neckbreaker. Und Ricochet gleich mal auf den Top Rope. Und 630 Centen. One, two, oh, Buddy Murphy kicked out. Alter. Ja, kann man mal machen. Wenn das Ding so früh im Match kommt, dann passiert sowas. Buddy Murphy jetzt hier selbst auf dem Top Rope. Ricochet draußen und er dived. Alter, wenn das durchgegangen wäre, der wird doubt. Doubt wäre er. Arm Drag. Warum hat denn Buddy Murphy schon wieder einen Finisher? Bin ich irgendwas mit? So, Ricochet wartet jetzt. Springboard! Alter, das war ein schöner Springboard-Uppercut gewesen. Aber das sollte wohl so nicht sein. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Und Murphy's Law! Oh shit, ich glaube, ich habe jetzt verloren. Ah! Huh! Holy shit. Und Kick out! Alter, ist das ernst? Das ist doch nicht wahr. Deutschland hat gewonnen. Was? Oh oh, Murphy. Was kommt jetzt?
Alter, Flying Clothesline. Scheiße. Oh, rausgedreht, sehr schön. Nein, nicht schön. Scheiße, jetzt wäre der Reverse Runner wäre jetzt einfach so perfekt gekommen. Schade. Aber hat Ricochet, der hat doch noch einen normalen Finisher. Cut. Naja. Probieren wir es einfach nochmal, wenn das sonst nicht so gut funktioniert. Und 630 Cent mit einer Drehung drin, noch mit Corkscrew. 1, 2, 3, Ricochet gewinnt. One and only. Krass. Das hätte auch so am Seil hochgezwiebelt. Das hätte aber auch wieder nach hinten losgehen können hier. Johnny Gargano gegen Adam Cole bei Takeover New York. Adam Cole. Ich glaube Adam Cole. Den übelst weit geflogen. Aber da kommt der raus, der Schlinge. Aus Murphy's Law ausgekickt und sowas. Eigentlich war das auch schon wieder gar nicht so schlecht. Aber ich brauche einen neuen Buddy Murphy. Nicht nur, weil der broken ist, sondern weil es auch einen besseren Murphy's Law gibt, als den, den er gerade gemacht hat. Der war ja in dem Movepack mit drin. Dann gehen wir auf. Der kommt doch eh wieder mit drin. So, Freunde. Ricochet gewinnt. Kein Eingriff, nichts, gar nichts. Wir wissen also nicht, was Ricochet bei Martin Mania macht. Vielleicht ein Match gegen Prince Boomer. Colorado Creeker und Lisa aus. 27 Minuten, dein Name. Grüße. Meine schöne Prinz. Schnorri, willkommen im Stream. So, Freunde. Dann kommen wir zum Number 2 Contender Match. Das zweite Qualifikationsmatch, um noch für Martin Mania sich im MGTV-Titelmatch zu qualifizieren. Kurt Angle gegen AJ Styles, gegen The Miz, gegen Rey Mysterio. Haben wir wieder. Okay, dann machen wir dann 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das letzte Match ist natürlich das MGTV Championship Match. Und da treten dann schon mal an Kofi Kingston gegen einen der vier hier. So, habt ihr abgestimmt? Ohne DFB kein Ligabetrieb. Wer den DFB abschwört, wird zu Zinserzögerungen ausgeschlossen. Keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich glaube, der nächste WWE-Champion wird The Miz. Wäre ja auch nicht schlecht. 35% für Rey Mysterio, Alter. Okay, Rey ist dann startklar. Fatal 4-Ray Match.
Jetzt hier. El Phantasmo gegen Ricochet. Weiß nicht, ob irgendjemand von euch El Phantasmo kennt. Oder wie du weißt, von anderen. Und meine Kappe klebt. AJ Styles. Auch bei uns mal wieder ein Einsatz hier. Ist ja nicht ganz so over bei uns. Hat zwar hier und da immer mal so ein paar Chancen, aber so richtig den Durchbruch hat er bei MGB noch nicht gehabt. Alter. Also manchmal kann mir den Kopf fern. Ich habe gerade gesagt, Fatal 4-Way Match, weil ich gerade Rey Mysterio genommen habe und habe quasi einen Wortwitz gemacht, indem ich nicht Fatal 4-Way, sondern Fatal 4-Ray gesagt habe. Lustig. Schreibt Anerkennen in Chat. Ey, es heißt nicht, es heißt Way und nicht Ray. Digga, das war doch der Gag. Das war doch das Lustige an diesem Wortspiel. Also. Du machst einen auch fertig. Ich weiß. Naja, Humor ist halt schwierig. Ja. Erklären, Kapaya, also. Ich habe übrigens in den letzten Tagen sehr viele amerikanische Comedians geguckt, beziehungsweise auch Englisch, also halt englischsprachige Comedians auf Netflix. Und ich habe mich so bepisst vor Lachen. Es waren teilweise richtig gute Leute da. Ich habe wirklich so vier, fünf Programme oder so habe ich geguckt. Und übel lustig. Wenn ihr also amerikanische Comedians habt, die übelst lustig sind natürlich und halt gerne auch richtig schwarzen, dreckigen, ekelhaften Misshumor, sagt mir die. Ich will das alle sehen. Ich habe da jetzt übelst den Geschmack drauf gekriegt und bei Netflix gibt es ja wirklich eine ganze Menge. Und ja, also da, ich habe mich wirklich sehr, sehr amüsiert. George Carlin. Kenn ich nicht. Gibt's den auch bei Netflix? Ray Valentine. Danny aus King of Queens. Okay. Netflix, Freunde. Schick mir am besten gleich Netflix Links. Und den Jimmy Carr. Amy Schuhe. Denk an eine Frau. Achso, das Kappa habe ich jetzt nicht verstanden. Okay. Würde schon sagen. Also, ja. Sorry, mag es halt sexistisch sein oder nicht, aber Frauen finde ich einfach nicht lustig. Schwarzer als Jimmy Carr gibt's jetzt fast nicht. Okay. Dave Chappelle ist krank. Es wäre jetzt krass gewesen, wenn du jetzt geschrieben hast, schwarzer als Dave Chappelle geht's nicht. Das hätte eigentlich auch seinen Witz in sich gehabt, aber ja. Deine drei Lieblingswrestler. Alle ich. Macht auch englischsprachiges Programm. Otto. Otto Walkes. Ah. Nee. So, jetzt kommt Ray. Was ist mit Undertaker wohl beim Event in Saudi-Arabien? Ja, da wird er wieder dabei sein, kannst du wetten. Dreck Humor. Schick mal Netflix-Links. Oder geht das nicht? Kann man auf
Kann man keine Links von Netflix schicken? Geht das nicht? Einmal in den Chat posten. Ich klicke das alles an und hau mir das alles auf die Watchlist. So, Freunde. AJ Styles, The Miz, Kurt Angle und Rey Mysterio. Wer wird um den MGTV-Titel bei Martin Mania antreten? Kofi Kingston hat sich schon qualifiziert. Und nun muss noch ein weiterer Herausforderer her. Wer wird es sein? Wir sind sehr gespannt. Das Ding ist halt irgendwie mit den... Also, ich habe halt jetzt amerikanische Comedians geguckt, weil ich kann mir die fucking deutschen Comedians nicht mehr geben. Ich weiß nicht, was da los ist, aber irgendwie finde ich den ganzen Scheiß nicht mehr lustig. So. Also, es gibt halt auch gute in Deutschland, aber die machen halt einfach zu selten Programm. Oh. Da befürchtet er in der Ecke hier. Weil Zetas und Muncho, habe ich alle Programme gesehen, kommt jetzt auch nichts mehr Neues. Dann haben wir Johann König. Super lustig, aber auch ewig kein neues Programm gemacht. Beziehungsweise nichts, was du online schon gucken kannst oder sowas. Oh, sehr schön. Oh, Bulldog. Und ansonsten hört's dann einfach auch schon auf. Weil dann haben wir nur noch Leute, die einfach nur lange Haare haben und das war's schon. Ihren Kopf zur Musik bewegen. Und so, weiß ich nicht, irgendwie ist das alles scheiße geworden. Weiß nicht warum, aber Dieter Nuhr. Ich kotz im Kreis. Dieter Nuhr ist null lustig. Wie geht's zu Dieter Nuhr, Freunde? Damit gehen wir zu Dieter Nuhr. Der Mittermeier fand ich auch nie so gut. Fand auch nie gut. Mario Barth ist cool. Und das schreibt eine Frau gerade. Also Mario Barth finde ich sogar auch noch klar. Der nervt mit seinen Hehehehe und Icke, Icke, Icke und so, ne? Kennst du, kennst du, kennst du? Aber nochmal so ein Ding. Aber im Endeffekt ist das halt auch mein Thema, so, ne? So ein bisschen frauenfeindlich, da hasst du mich. Da bin ich dabei. So, ne? Deswegen finde ich Mario Barth nicht komplett scheiße, weil klar ist das wie irgendwie nervig und kacke. Aber das ist halt einfach das Thema, was ich ja lustig finde. Sowas würde ich halt. Mach Bridge. Ist klar. Ich würde eigentlich gute Comedians haben, aber irgendwie. Wir können ja ein paar Namen sagen, aber die gibt es halt nicht, deswegen kommen wir jetzt eh auf keinen. Caroline Kebekus. Sag mal, wollt ihr mich jetzt komplett verarschen? Jetzt, das ist jetzt schon toll, was ihr jetzt macht. Ich war mal bei Caroline Kebekus live. Und ich habe vielleicht einmal kurz geschmunzelt. Kristall sollte auch richtig gut sein. Aber weiß ich nicht, ob ich mir ein komplettes Programm von dem geben kann. Aber wenn da irgendwas bei Netflix online ist oder so, dann werde ich mir das bestimmt angeben. Ah, der Kurt Angle dreht hier gerade richtig am Angle von The Miz rum. Aber The Miz kann sich hier rauskämpfen. Was ist denn heute mit dem Spiel los? Ich habe gerade aus einem unempfindlichen Grund einfach so einen Signature bekommen. Was geht denn da ab? Lass mal den Angel Sides an. Der hat ja nichts getan. Backbreaker von Ray. Oh, sehr schön. Bulldog. Oh, 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 nein, der steht zu früh. Oh, Dropkick wird gekontert. Chop. Und das war's. Immer links, Freunde, immer links. Netflix links. Ein paar sind schon da, sehr gut. Breaker. Müsst ihr mir nach dem Match nochmal Bescheid sagen, den Netflix links. Dass ich den nochmal hochscrolle. Zack, raus. Dropkick. Das war eigentlich schon Tag Team Arbeit hier. Fuck. Oh Mann, falsch. Bitte.
Oh, Tornado DDT gegen Kurt Angle. Oh, Neckbreaker von The Miz. Oh, sehr schön. Oh, eingerollt. Alter, Kurt Angle kommt hier auch nochmal. Mit Ray ist es schwierig zu gewinnen. Angle Slam. Fuck. Oh, das war's. One, two. Ich mach Widerstand. Weil Ray hat als Finisher nur einen Frog Splash. Und das macht das Ganze ein wenig schwierig. Weil er so eine Sache machen muss. Und dann gehst du aufs Top Rope und dann rollt er sich raus und Styles greift ja einfach mal so an. Das ist halt scheiße. Und dann Miss. Piss dich. Vermiss dich. Dropkick, jawohl. Dolph Ziggler als Comedian. Das muss ich mir auf jeden Fall auch geben, weil ich glaube, das könnte wirklich lustig sein. Wenn ich nur ein bisschen über Wrestling habe, ist doch unentschieden dein Beste. Also ich glaube, wir haben unterschiedliche Ansichten von Humor, was ja auch für Humor ist. Aber Bülent Schillen ist nicht mal ansatzweise irgendwie in irgendeiner Welt auch nur komisch. Aber das ist halt auch nicht mein Thema so. Generell so auch halt so Ausländerhumor, sage ich jetzt mal, ne? Ohne das rassistisch zu meinen. Das ist nicht mein Thema. So, damit... Das weiß ich nicht. Das finde ich irgendwie... Das finde ich nicht lustig. Das hat ja Kayana schon immer gemacht, so, ne? Treffen sich drei Chinesen in einer Bar. Na, fuck you, Alter. Das ist doch kein... Das ist doch scheiße. Und den Tag hat sich ein Inder mit einem Afghanen unterhalten. Das ist mir scheißegal, was für eine verfickte Nation die haben. Es ist einfach... Den Tag haben sich drei Leute unterhalten. Oh, fuck, du bist... Skull Crushing Finale. Alter, hier richtig out of nowhere. Alle sind down! The Miz! One! Two! Oh! Rey Mysterio kickt raus! Alter, ist nicht dein Ernst! Aus dem Skull Crushing Finale ausgekickt! Boah, Alter, Back Elbow und Back Close Line und eine richtige Close Line. Alter, nicht dein Ernst. Oh, heilige Mutter. Ey, jetzt geht's ab hier. Ich habe zwei Finisher, ich kann noch nichts anfangen. Angle Slam! Angle Slam! Oh, 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 one! Two! Oh, Kickout! Nicht dein Ernst. Takedown hier von Miz. Okay, AJ Styles hat einen Finisher. Oh, oh. Oh, Phenomenal Forearm on its way. Phenomenal Forearm! Das Ding sitzt. Miss, pass bloß auf, Alter. Miss! Oh, Alter. Miss, aber ich bin der Einzige, der jetzt gerade zwei Finisher hat. Nur ich kann sie einfach nicht verwenden. So, außer jetzt! Ray! Geht aufs Top Rope! Oh, Frog Splash auf Kurt Angle! One, two! Oh, was? Wie hat er das denn gemacht? Wieso ist denn der jetzt wieder rausgekommen? Das geht doch gar nicht. Kann ich eher anziehen. Ey, das war mein Moment gerade. Das war mein verfickter Moment. Keine Ahnung, wie ich jetzt noch gewinnen soll. Aber die haben gerade so einen Scheiße da draußen gemacht, da könnte ich hier richtig abstauben hier. Ist nicht wahr, ey. Oh, Alter, Flapjack hier ins Seil. Oh, The Miz. Cross Armbreaker von The Miz. Kurt Angle müsste da rauskommen. Jawohl, der kommt da raus. The Miz hat aber ein Signature.
aber das bringt ihm nicht viel. Wird hier in die Ecke gehauen. Jetzt aber. Dropkick von The Miz. Engel ist jetzt hier auch wieder da. Oh, Sleeper Hold von Kurt Angle. Kokeda Clutch. Aber AJ Styles ist da. Oha, das dauert hier noch ein bisschen, Freunde. Oh, warte mal. Ich kann jetzt ein Signature machen. Oh, warte mal. The Miz, komm her. Nein. Nein. Oh shit. Figure 4 Leglock von The Miz. Oh, Kurt Angle ist da. Oh, ey, ist nicht wahr. Mit einem Suplex und geht gleich rein, hochgedreht und Rey Mysterio läuft 619 und Rey, warte mal, AJ, jetzt musst du noch, oh, Head Scissor gegen Styles, das ist jetzt Reys Chance. Oh, alle zwirbeln hier übereinander. Oh, Frog Splash auf The Miz. 1, 2, 3. Oh, Kinder, war das gut. Eieiei. Das war nice. Das war richtig nice. Ich hätte jetzt theoretisch auch den Frog Splash auf AJ Styles machen können. Aber, Alter, das war eine kranke Sache. Entwurf auf Facebook geschickt, sehr gut. So, guck mal. Das war krank. So. Hast du Martin Guerrero oder Martin Behrens geschickt? Aha. Okay. Also, du hast es mir an die Pinnwand gepostet. Du hättest es mir auch einfach als PN schicken können, weil es ist jetzt öffentlich. Aber. Bin ich mit meinen Länder-Vorstellungen. Kandidat wäre, mit dir zusammenarbeiten. Also mach das mal wieder nicht öffentlich. Mach mal den Post, lösch den mal wieder. Ich kann den auch selbst löschen. Also die Bilder sind schon mal wirklich geil. Also du hast dir da richtig Mühe gegeben. Das finde ich wirklich richtig geil. Allerdings hast du halt als Mainplate das Wrestling Gym Logo. Und das will ich eigentlich nicht als Nameplate für den Titel haben. Obwohl es eigentlich recht gut passen würde, muss man auch mal sagen. Also ist zwar eine dumme Idee, also theoretisch ist es jetzt keine innovative Idee, weil es ja mein designtes Logo ist. Aber es ist natürlich, eigentlich ist ja das Wrestling Gym Logo ein schon sehr gutes, passendes Nameplate. Aber generell von der Qualität her gefällt mir das übelst gut, was du gemacht hast. Dass du es einfach so gezeichnet hast und da auch mit den Stamps und sowas. Finde ich wirklich gut. Ich lösche jetzt mal den Post wieder. Okay, ich habe keine Ahnung, wie es geht. Fett, lösche mal den Post. Achso, hier. Weil natürlich die Öffentlichkeit noch nicht so wissen darf, was wir da für kranken Scheiß planen. Aber ich habe sowieso jemanden jetzt über Fiverr angestellt quasi, dass der mir ein Design schicken soll oder ein Design machen soll. Aber bitte.
Wenn der da, aber ich finde deine Sachen auch gut. Also, eigentlich bin ich jetzt wirklich geneigt, dich mit einzustellen. Weil das gefällt mir wirklich gut. Also, ich muss halt jetzt abwarten, was der Typ mir sagt. Aber ich würde dich einfach mal... Ich habe dich hier jetzt dann bei... Ach ja, ich habe hier den Post gelöscht. Schreib mir nochmal direkt an die Facebook... also, Nachricht schicken oben bei Facebook. Mach das mal. Will auch sehen. Ja, dann kannst du das an... Dann sieht Cat das auch. Ja, ist eine Möglichkeit. So, Freunde. Ihr wisst, was jetzt passiert. Erstmal scroll ich hoch zu Netflix links. Ich das jetzt niemals wiederfinden werde. Ja, zack. Da. Ich hoffe, ihr habt es nicht 5 Minuten normal gepostet. Aber es sieht mir wieder mal so aus. Netflix und. Okay, das eine, was ihr mir gepostet habt, das habe ich schon. Das gucke ich gerade. Okay, hier ist einer, den setze ich auf die Liste. So, wer ist das? Kevin Hart, weiß ich nicht. Ich kann es mir mal angucken, aber ich weiß nicht, ob der mein... Der das ist. Okay. Nicht direkt abspielen. Nein, alter Falser. Hey, wie kommen wir hier zurück? Achso, ja, hier. Keine Ahnung, was für ein Titel ich jetzt gerade... Achso, Trevor Noah. Okay, ich hau mir das mal auf die Liste. Gut, dann vielen Dank schon mal dafür. Dann werde ich mir auf jeden Fall das alles geben. Aber das kann ich heute nicht machen, weil jetzt schläft ja meine Freundin wieder im Nebenraum und dann kann ich nicht sowas sehen, weil dann lache ich übelst laut, da kann ich nichts gegen tun. So, wie lange geht der Stream noch? Main Event. So. Okay. Dave Chappelle's Comedian, würde ich von mir ab vor Lachen. Also ich habe schon mal Dave Chappelle ein Dings gesehen, das fand ich jetzt nicht so geil. Aber da gibt's halt andere, da gibt's halt... Also, Comedy-Gott ist für mich einfach immer noch fucking Bill Burr. Also, wer Bill Burr nicht kennt, ihr habt was in eurem Leben verpasst. So, 76%. Für Alistair Black. Ich sage euch schon vornherein, ihr habt euch falsch entschieden. Aber ist okay. MGTV Championship Match. Alistair Black gegen Pete Dunne. 2 out of 3 falls. No Disqualification Match. Geht los. Wer wird gegen Kofi Kingston und Rey Mysterio? Nächste Woche bei Martin Mania antreten. Das ist mega hässlich, wie die anderen sehen, aber der ist mega gut. Ich würde mir den ganzen Tag angucken. So. Ja, schreibt mir also dann nochmal eine richtige Privatnachricht bei Facebook an die Martin Röhre Seite. Und dann gucke ich mal, was da von dem Fiverr-Typen demnächst kommt. Vielleicht wäre wirklich eine Möglichkeit, ich baue das mal bei mir und meiner Dings mit ein. Ob man nicht wirklich das Wrestling Gym Logo als Grundlage für das Mainplate nimmt. Aber ich dachte mir eigentlich, dass das Wrestling Gym Logo vielleicht als Sideplate nehme. Übrigens, zwei Sideplates nur. Also eins auf jeder Seite. Weil, wenn ich zwei Sideplates auf jeder Seite haben will, dann muss ich gleich nochmal 100 Euro mehr zahlen. Und das ist mir eigentlich nicht wert. Ich finde es eigentlich so gut, zwei Sideplates und das ist gut. Also. Eins auf jeder Seite.
Wolfgang Trepper ist der beste Kabarettist. Das kann gar nicht sein, weil der beste Kabarettist ist. Volker Pissboss. Hashtag. Irgendwie lustig, Pete dann mit dem MGTV-Titel im Mund zu sehen. Finde ich, hat schon was. So, heute gibt es die Entscheidung, Freunde. Letzte Woche war das so ein komischer Sieg. Das war einfach mal mit ins Seil gegriffen. Der Ref hat nicht gesehen, dass es ein Roadbreak war. Es kann so nicht sein. Und jetzt muss es eine Entscheidung geben. MGTV Titel Match, 2 out of 3 Falls Match. Das war's auch top, ja. Martin Promotion Namen in den Titel, ja. Nee. Pete Dunne dürfen wir nicht gucken. Weil wir ja keine Promotion sind, die mit der WWE zusammenarbeitet. Beziehungsweise die sich von der WWE killen lässt. Ist ein perfekter Zeitpunkt im Stream, das stimmt natürlich. Vielmehr auf die nächste NFL-Season gehypt als auf WrestleMania. Aber gut, kann man auch nachvollziehen, ne? So, Freunde. Er ist schon im Ring. Amsterdam, Holland, weighing in at 215 pounds, Aleister Black. Wenn das Match vorbei ist, steht oben links einlösen. Damit ist gemeint, den Koffer einlösen. Aber das passiert doch auch einfach so ab und zu mal. Muss ich das bewusst, muss ich da drauf gucken? Oder kann es auch einfach so passieren? Weil ich finde das dumm, dass ich das selbst triggere. Ich finde das dumm. Ich will, dass das zufällig einfach so passiert. Naja, toll, kriegt er nicht. Zumindest nicht bei uns. Du musst das selbst drücken. Aber beim letzten Cash-In ist das doch auch mitten im Match passiert. Da war das auch nicht so. Schau mal in den Einstellungen nach. Was denn für Einstellungen? Hier kann ich Cash-In machen. Aber ich will, dass das zufällig passiert. Ich will nicht, dass es das ist scheiße. Ich will, dass das nach dem Match einfach quasi so passiert. Ich muss selbst drücken, soweit ich weiß. Alles klar. So, der Suplex geht schon mal nicht durch. Aber eine Runde Chain, beziehungsweise den Lockup hier erstmal schön an die Seite drücken. Das macht schon mal Spaß. Gut, dass Pete Dunne gerade nicht kontern kann, aber diese Kette einfach so lang ist, dass mir das jetzt gerade gar nichts bringt. So, jetzt wird schön gechained. Das findet jeder gut. Oh, sehr gut. Und Pete Dunne zieht wieder hoch. And the tie-up, make no mistake about it. This is all about skill, determination and power. Oh, Vorarm geduckt. Und hier auch wieder. Das geht ja übelst gut hin und her schon mal. Snap Suplex, jetzt geht das Ding endlich mal durch. Und Pete Dunne versucht hier gleich schon mal den ersten Punkt für sich zu kriegen. Aber das lassen wir natürlich nicht zu. Backbreaker hier. Letztes Mal hast du da auch nicht selbst gedrückt. Ja, und da war das mitten im Match. Also ich habe keine Ahnung.
Und hier geht's schön auf der Fingers. Und nochmal nie in den Rücken. Peter, es ist so krass, wie gut die den in dem scheiß Spiel gebaut haben. Ey, diese langen Moves, diese langen Ketten, ey, immer dranbleiben, immer arbeiten, das ist einfach nur geil. The Challenger's taking on some offense. Well, he knew the champion wasn't going to nochmal. Hey, jetzt zieht gerade durch hier. Und weil es so schön ist, beißen wir erstmal hier schön in den Finger. Oh, ein bisschen Stop auf Kopf. Kannst du auch ein Gameplay einstellen. Ja, da ist es ja eingestellt. Ja, jetzt. Side Headlock. Knee, Kick, Back Elbow, noch ein Knee. Oh, sehr schön. Geil. Alles schön, alles geil. Fällt mir sehr. Arm Drag. Alter! Suplex in den Cross Arm Breaker. Oder weiter geht's. Diese ellenlangen fucking Moves. Man sieht Duns Punktanzeige nicht. Meine Fresse davor ist. Okay, warte, das ändere ich aber mal. Weil das wirklich Blade ist. Blade. Kamera. Schneide ich mal so ein Stück ab bei mir hier unten. Vielleicht ein bisschen zu viel. Warte mal, wenn ich jetzt so mache. Ja, guck mal. Geht klar. Ich so ein Stück runter. So, sieht zwar jetzt komisch aus mit dem Overlay, aber passt schon. Guck mal, als wäre das so gewöhnt. Und Set Down, Powerbomb. Der lässt mich hier gerade nicht so richtig raus. Und der Pin nochmal. Hoppala. Kein Problem, Freunde. Kommt raus. Oh, oh, oh. Und wieder ist es dabei. Ne? Kommt hier gerade überhaupt nicht klar. Und nochmal, weil es so schön ist. Wie dann nach dem sowas von nackig hier gerade. Oh, oder auch nicht. Alter, übelst den Kick hier an den Hinterkopf von Aleister Black. Oh, Roundhouse Kick. Das sind halt wieder die Stärken von einem Aleister Black. Der kommt einfach mal out of nowhere und pays dir so einen Kick an den Kopf. Und dann war's das wieder. So, raus jetzt hier. Oben drüber. Reingejumpt. Topico Amigo. Sehr schöne Aktion hier von Aleister Black. Und Black Mass! 1, 2, oh, Kick out! Doch noch kein Sieg, noch kein Punkt für Aleister Black. Running SDO hier erstmal von dann. Schade, das hätte hier schon den ersten Punkt geben können. Jawbreaker. Ich rip in die Ecke. Und. Was kommt jetzt? Oh! Exploder Suplex in die Ecke. Oh, nochmal so ein schön. Alter! Nochmal voll das Knie in die Fresse. Was wird das jetzt? Aleister Black setzt Speed dann auf die Ecke. Ach, scheiße, ey. Immer wird hier umgekommen. Das ist doch kacke. So, schöner Schlag auf den Hinterkopf. Schub. Schub down. Oh, Double Stomp geht nicht durch.
Pete Dunne stattdessen jetzt. Release Suplex. Oh. Nein, nicht den Pin. Oh, Kick out. Eieieiei. Das ist hier noch nicht vorbei. Da geht noch einiges. Jetzt wollen sie es aber richtig wissen. Oh! German Suplex out of nowhere. Oh shit. Ahnung. Bitter End! Oh, wieder hier direkt am Seil. Aber Rope Break. Dieses Mal sieht's der Ref. Es gibt zwar keinen DQ, aber scheinbar Rope Break. Was das für einen Sinn hat, keine Ahnung. Aber wahrscheinlich nur, um den Ausgleich aus der letzten Woche zu schaffen, wurde das hier extra so eingesetzt. So, Pete Dunne geht jetzt hier auch noch auf die Beine. So, es ist hier immer noch alles offen. Oh, Black Mass! Out of nowhere! Pin! 1, 2, what? Es ist nicht wahr. Alter. Northern Light Suplex. Es ist doch nicht wahr. Es geht weiter. Hier an den Rücken. Pete Dunne kickt aus dem Black Mass aus. Leute. Uppercut. Oh nein! Pile Driver! Ist es ein Ernst, ey? Jetzt geht's komplett ab. Oh, das wird sehr gut. Oh! Schönes Knie ins Gesicht. Pete Dunne rollt sich hier nach draußen. Aleister Black, guck mal, was es Schönes unterm Ring gibt. Findet hier einen Stuhl. Und wir wissen, es gibt keine Disqualifikation, aber hier wird das Ganze sofort gekontert. Aber alles noch kein Problem. Aleister Black kann sich hier auch noch weiter sichern. Oha, Freunde, das ist hier noch lange nicht vorbei. Der Ref zählt. Ist er weg. Unterbricht hier kurz das Zählen. Nimmt sich jetzt wieder den Stuhl. Und dann schlägt er hier auf Pete Dunne ein. Oh, was kommt jetzt? Nein. DDT auf den Stuhl außerhalb des Rings. Das war's mal wieder. Komplett Aleister Black jetzt hier auf dem Top Rope. Moonsault! Und Pete Dunne zieht die Knie an. Einfach zu krank. Oh! Back Suplex! Alter, was ist hier los? Alter, schlüpft wieder in den Ring. Oh, gerade als Pete Dunne wieder mit reinkommen wollte, gibt sie nochmal den Big Boot ins Gesicht. Aleister Black ist auch noch nicht hier komplett abzuschreiben. Oh, T-Bone Suplex. Oh, Pete Dunne steht schon wieder. Aber gar kein Problem. Black Mass. Jetzt aber. Bro Break. Oh, fuck. Alter, ich hab seinen Finisher gekontert. Hat er dann wieder selbst ein. Konnte den Black Mass ziehen. Und er sitzt schon wieder am Seil. Alter, ich krieg hier noch ein zu viel. Ist nicht gut. Und jetzt Release Suplex.
Is the second time enough to end this match? Oh, und Pete Dunne pinnt wieder. One, two, three. Der erste Pin geht durch. Wir gucken uns nochmal an, was hier gerade in dem ersten Teil des Matches so passiert ist. Der erste Pin geht durch. Sie ist auch nicht weg, ja, weil es viel zu geil ist, dass immer gleich sofort aus dem Black Mass mit dem hinlaufen. Die Animation ist einfach geil. Und nach dem Release Suplex kommt jetzt Aleister Black nicht mehr raus. Alter, bis hierhin schon mal die undiskrasse Match. Alter. Das ist mir zu viel. Ja, der ist aber auch so gut. Selbst im Spiel ist er so gut. Völlig zu Recht in der Champion, ist einfach so. Kick out. So viel geile Scheiße hier dabei gewesen. Black Mass. Hier diese, dass der dann schnell rangeht und versucht zu pinnen. Alter, ey. Einfach übelst nice. Hier nochmal das Ding. Und da war aber die Hand am Seil. Diesmal achtet der Ref wenigstens drauf. Nachdem er es beim letzten Mal verkackt hat. Wie jetzt? Habe ich gerade was verpasst oder war ich hier gerade im Bug? Das ist doch jetzt erst der erste Pinfall gewesen, oder nicht? Watch. Rematch. Was ist jetzt los? Hä? Vor allen Dingen, hä? Es war doch jetzt erst der erste Pinfall, warum? Hä? Dieses Spiel ist einfach der Wahnsinn. Also Freunde, das kann so natürlich nicht sein. Das vergessen einzustellen. Wenn ich es vergessen hätte einzustellen, warum hätte denn unter mir eine Anzeige gestanden, wie viele Punkte Pete Dunne hat? Und ihr habt ja gesehen, dass ich es eingestellt habe. Kannst du doch wieder komplett vergessen. So, ich gehe jetzt hier auf Rückkampf. Das Match schnell starten möchte, ist aktuell nicht viel zu viel verloren. Nur das Match, oder? Ja. Okay, dann machen wir jetzt einfach das Match nochmal auf 0. Okay. Aber guck mal, da steht immer noch Punkt Dings. Was ist denn das für ein Scheiß, ey? Zeit aus. Nein. Okay, also wer jetzt den Pin vormacht, den ersten, der hat dann gewonnen. So. Dann machen wir es halt so. Wenn das Spiel uns hier ärgern will, dann mache ich nicht mit. Versteht ihr das? Geht schon wieder gleich von vornherein los, Alter. Der ballert hier gleich einfach mal einen weg. Bugmania bei Martin. Vielleicht war Zeit aus. Was denn für eine Zeit? Gibt hier keine Zeit. Und vor allen Dingen, als die, also es war ganz klar ein Botch, ein Bug, weil ja, als die Rückblenden waren, was in dem Match alles passiert ist, da kam ja nicht die Musik von Pete Dunne. Und hätte er das Match schon gewonnen, dann hätte ja die Musik schon kommen müssen. Weil der kommt dann direkt nach dem Pin. Und ist das Ding in die Fresse? Guck mal die Matchregeln. Two out of three falls, ein. Zeitlimit, kein Zeitlimit. Ich habe alles richtig gemacht. Als ob die Musik bestimmt nicht eh verpackt wäre. Ja, natürlich. Aber das war jetzt ausnahmsweise mal kein Fehler von mir. Ich weiß, ich mache das oft. Aber dieses Mal war es kein Fehler von mir. Wir werden ja sehen, ob das ein Dauerbug ist, wenn ich nämlich, oder wenn jetzt der nächste Pin nämlich dann auch dazu führt, dann ist es halt immer ein Dauerbug. So, ist es halt. Alter, wie ist der krasse
Vorarm hier. Dann gehen wir mal rückwärts hier ins Zelt. Nun braucht sich hier eins recht. Ja, der Ref Shoot, der ist gut einfach die ganze Zeit. Oh, wir tauschen den aus. Das kann nicht sein, was der die ganze Zeit vermorkelt. Oh, 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 Suplex. Auf die Barrikade. Zack. Gleich mal hier ein Boot in die Fresse. Und Pete gewinnt, ist ja eh vorbei. Ja, genau. Aber der wird nicht gewinnen. Oh! Top Rope Plancha! Ah ja. Ist das gerade das erste Mal gekontert? Was? Warum? So, wir mal richtig schön durchziehen. Six. Könnte mich ja auch einfach. Das Problem ist, wenn ich jetzt wüsste, es war wirklich nur ein Bug und ist nicht Dauer drin, dann lasse ich mich einmal ausziehen. Damit kriegt B dann einen Punkt und dann machen wir einfach weiter. Okay. Aber wenn ich das jetzt mache, dann weiß ich, dass das Match zu Ende ist und B dann hat einfach gewonnen. Und dann ist halt auch wieder alles so ein Arsch. Naja, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass es klappt. Was ist mit dem Base-Mash? Andre, Konter, zack, hoch, bam! Roundhouse-Kick. Da machen wir hier mal ausgleichende Gerechtigkeit. Black Mass! Und 1, 2, Kick out. Immer das gleiche mit der hier. Alter. Der Schritt. Oh, oh, oh. Dr. Clothesline kriegt eine ab. Sehr schön. Body Slam wird gekontert. Rausgedreht. Alter. Peter feiert sich jetzt hier erstmal noch ein bisschen. Das drückt man. Kann immer raus sein. Kommt immer drauf an. Weil es kann nicht jeder diven. Sehr schön. Deswegen kannst du nicht einfach sagen, ja, so und so. Weil nicht jeder kann diven. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, really, Suplex. Er zieht mich von seinem Weg. Gut. Und. Wow, was? Gar kein Problem. Aber Pete Dunne pinnt immer nach dem Signature. Ist komisch. Und das sieht nicht gut aus. Bitter End! 1, 2. Ah! Wenn Black gewinnt, gibt es noch ein drittes Match. Ja, gibt's. 1, 2. Das wäre jetzt so dumm gewesen. Mach nochmal einen anderen Signature. Was ist ein anderer Signature? Roundhouse Kick. Achso, Bicycle Knee Strike. Ecke bei Gegner am Boden. Ja, das ist immer schwierig. Wie lange machst du noch mal, bis das Match zu Ende ist? Ja, beiß ihn da rein. Nein, ah! Schön zu kurz. Der trollt doch nur, der trollt doch hier nur. Oh, oh. Und da sind wir wieder in dem alten Bereich. Immer schön die Sit-Down Powerbombs machen. Oh. Jetzt zieht er wieder durch. Ist sie dann. Der Break dieses Mal.
setze mal den Comeback ein. Jetzt erlebt sich aber. Ja, aber wenn ich jetzt mein Comeback mache und er steht, dann bringt mir das einfach mal nichts. So, zack! Schön Roundhouse Kick am Kopf. Jetzt kann ich mein Comeback machen. Weil jetzt kann ich das nämlich auch einsetzen. Ich kann es ja mal probieren, das, den Signature Move zu machen, aber der das ist halt schwer. So. Das hat sich schon erledigt. Oh nein! Die pelzen sich hier immer schön in den Turnbuckle. One! Kein Problem! Ja! Black Mass! One! Two! Oh, was? Ey. Verarsch mich doch nicht. Wie kann denn das immer sein? Das war diesmal nicht seine Fähigkeit. Der Gegner muss am Boden liegen und du in der Ecke. Hä? Nein. Ecke bei Gegner am Boden. Achso, stimmt. Oh, scheiße. Gut, dann ist es einfach. Ich hab gedacht, der muss im Boden in der Ecke sein. Und die Suplex. Das war's. One. Two. Three. Das war's, Freunde. Und es ist wieder der gleiche Bug. Es ist wieder der fucking gleiche Bug. Also, es geht scheinbar kein Two oder Three Falls Match im Universe-Modus. Aber das war denn sowieso der zweite Pinfall. Und es ist irgendwie scheiße, dass er halt einfach jedes Mal nach dem Signature pinnt. Weiß ich nicht. Ist halt dumm. Ist halt einfach so. Aber Pete Dunne verteidigt den MGTV-Titel mit überragender Leistung. Der kickt hier aus, wo kein Mensch auskicken kann. Und ist damit natürlich auch im Titelmatch bei Martin Mania nächste Woche um 20 Uhr hier auf MGTV. So, warte mal, jetzt muss ich das erstmal wieder richtig machen. Was? Das war ein bisschen zu lang. Mit der Facecam. So. Und das ist schön, Freunde. So weit, so gut. Das heißt, Pete Dunne gewinnt. Das Match gab's nicht. Dafür gab's Miss gegen Angle, gegen AJ, gegen Ray. So, John Cone haut noch einen Sub raus. Sehr gut. Also, Freunde. Ist aber scheiße, dass dieses Match, die Matchart nicht funktioniert, weil das eigentlich eine geile Matchart ist. Also. Dann werden wir bei Martin Mania nächste Woche Kofi Kingston gegen Rey Mysterio gegen Pete Dunne haben, unser Champion. Und wir haben jetzt noch 4 offene Matches. Wir haben das Tag Team Titel Match, wir haben das Open Challenge Titel Match, wir haben jetzt noch 4 offene Matches. Jetzt gucken wir mal, was Storyline-mäßig da passen würde. So, Ricochet hat heute gewonnen. Ricochet. Singler hat beim letzten Mal gewonnen, nur der hat heute wieder verkackt. Wer ist denn heute Supporter des Tages? Ist Max da? Ricochet gegen Ibushi, Jeff gegen Orton. Das habe ich schon. Also ich habe Randy Orton gegen Jeff Hardy. Ich habe KO, also Kevin Owens und Sami Zayn gegen Cassius Ohno und einen Unbekannten. Ich habe die Open Challenge von Walter. Ich habe den Demon Finn Balor gegen Jay White. Die Sergeants gegen Hashtag DIY. Und wen jetzt noch?
So. Vielleicht eine Battle Royale. Der Gewinner hat eine Chance auf Titel. Irgendwas mit Skrull. Also vier offene Matches. Was machen wir da Feines? Osprey. Multiman Open Challenge Titel Match. Ja, das können wir auch machen, aber das füllt ja jetzt die anderen Matches nicht. Six-Man Handling Cell, Battle Royale klingt gut. Frauenfehlfoy. Also, generell Ricochet muss halt noch ein krasses Match kriegen. Undertaker in einem Match. Deswegen würde ich fast sagen, Ricochet gegen Undertaker. Ja, unser Undertaker, der ist noch gut. Den kann man noch nehmen. Gar kein Problem. Das heißt, Ricochet hat die Ehre, gegen den Undertaker anzutreten. So. Dann Elimination Chamber Match. Nee, kommt Osprey nicht zur WWE? Nein, auf gar keinen Fall. Die Lucha Bros gegen Lucha House Party. Irgendwas mit Goldberg. So, warte mal. Will Ospreay gegen Velveteen Dream. Ist denn Atommops noch da? Der darf sich nämlich auch ein Match ausruhen. Debüt von Cage. Ja, irgendwie gefällt mir der Cage, den ich hier habe, nicht so. Sheer Triple Threat. Ich würde sagen, das gefällt mir. Das Sheer Triple Threat ist natürlich eine geile Nummer. Hatten wir das schon? Ich weiß es nicht genau. Okay, finde ich gut. Das ist das Match, was bei WrestleMania leider nicht kommt, aber eigentlich geil gewesen wäre. Das heißt, Dean Ambrose gegen Seth Rollins gegen Roman Reigns. So. Ja, hatten wir aber nicht bei MGTV. Eddie gegen Benoit. Ray Phoenix. Phoenix gegen Rey Mysterio. Macht das irgendwie Sinn? Street Profits gegen Mustache Mountain. Also die Street Profits haben ja heute eigentlich auch gute Arbeit geleistet. Aber wir haben halt schon 1, 2. Ja. John Cena gegen Goldberg gegen Eddie. Andrade gegen Ray hatten wir jetzt sehr oft. Also was haltet ihr denn von einer Legends Battle Royale? Aber eine mit Pin. Also Elimination, Six-Man Elimination Tag. Oder Eight-Man? Eight-Man Elimination? Elimination. Legends. Also ein Legends Six-Man Elimination Match. Mit Hulk Hogan gegen Goldberg gegen Eddie Guerrero gegen Shawn Michaels gegen Stone Cold Steve Austin gegen Sting gegen Edge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Einen haben wir noch. Flair. Ah ja, Flair. Gegen Ric Flair. Gut. Das ist doch schon mal was. Das ist doch in Ordnung. So, jetzt habe ich noch ein offenes Match.
Undisputed Era gegen den Bullet Club. American Dream gegen American Nightmare. Das hatten wir vor 3 Wochen oder so. Batista und Rock gegen Street Profits. Safe besser als WrestleMania, also. Finn Bálor gegen Adam Cole. Adam Cole, Finn Bálor hat schon ein Match. Marella gegen Corbin, warum? John gegen Kurt. Ja, aber das wird ja vielleicht noch auf die Karte gesetzt, ist auch scheiße. Evolution gegen Nexus. Also Evolution finde ich zwar auch cool, aber Ric Flair ist ja jetzt schon in einem Match. Hogan gegen Velveteen Dream. Hogan ist schon ein Match. King gegen Batze. Braun Strowman gegen John Cena. Was ist das denn? Christian gegen Baron Corbin. Black gegen Punk. Hatten wir das schon mal? Black gegen White. Matze gegen Tyler Breeze. Das macht keinen Sinn. Leo Rush gegen Velveteen Dream. Okay, warte mal. Wie wär's denn? Wir haben ja jetzt eine Legends Battle Royale. Dann lass auch mal so eine Undercard Battle Royale machen oder sowas. Aber die will ich eigentlich nicht direkt hintereinander haben. Shield Triple haben wir schon. Also Leute, die einfach nicht sehr oft in die Shows gebucht werden. Also zum Beispiel Marty's Girl. Gegen Leo Rush. Gegen Will Ospreay. Gegen... Matt Riddle, Elias, Bret Hart, Buddy Murphy. Buddy Murphy ist eigentlich recht oft bei uns. Zack Ryder eigentlich recht oft auch. Oder wir lassen es so. Marty Scurll gegen Leo Rush gegen Will Ospreay. Cedric Alexander da noch mit rein. RVD, genau. RVD finde ich gut. Machen wir nochmal ein Fatal 4-Image davor. Finde ich gut, lassen wir so. Weil ich will nicht so viele von diesen Multi-Man-Matches haben. Und das haben wir jetzt eigentlich schon. Umberto Carrillo, ach du Scheiße. Jetzt bitte alles nochmal vor. Also, im Moment, also so, das ist jetzt die Final Martin Mania Card. Also. Kevin Owens und Sami Zayn gegen Cassius Ohno und einen Partner seiner Wahl. Der wird natürlich erst dann, wenn das Match passiert, wird er revealed. Also da haben wir schon mal eine Überraschung, vielleicht auch nicht. Randy Orton gegen Jeff Hardy im TLC-Match. Eine Open Challenge von Walter. Von Walter. Der Demon Finn Bálor gegen Switchblade Jay White. Das MGTV Tag Team Titelmatch zwischen den Saiyajins und DIY. Der Undertaker gegen Ricochet. Das The Shield Triple Threat Dean Ambrose gegen Seth Rollins gegen Roman Reigns. Ein Legends 8-Man Elimination Match. Hulk Hogan gegen Goldberg, gegen Eddie Guerrero, gegen Shawn Michaels, gegen Stone Cold Steve Austin, gegen Sting, gegen Edge, gegen Ric Flair. Marty Scurll gegen Leo Rush, gegen Will Ospreay, gegen Rob Van Dam. Und das MGTV Championship Match Kofi Kingston, Rey Mysterio, Pete Dunne. Ich glaube, kann man machen. Ist auf jeden Fall jetzt schon besser als WrestleMania. Und ja, das gefällt mir. So, Arndt Jensen auch nochmal einen Sub raus, sehr gut. Oder Jessen.
Warum tauschst du nicht Ricochet gegen Balor? Macht null Sinn. Macht null Sinn. Achso, weil ihr Finn Balor gegen Undertaker sehen wollt? Vielleicht kommt sie noch bei WrestleMania, wissen wir ja nicht. Und selbst wenn es nicht bei Mania kommt, kommt es bei beim Greatest Royal Rumble Scheiß. Außerdem ist da ja wenigstens eine Story drin. Also für Jeff Hardy. Ach, für Finn Balor. Und früher, als Wrestling noch gut war, nein, früher war es ja so, dass das eine Ehre war, gegen den Undertaker bei WrestleMania anzutreten. Das heißt, es ging sogar um was. Also es war eine große Sache. Deswegen, wenn wir Ricochet da reinpacken, ist das schon ganz geil. So, Freunde, gefällt mir. Und dann werden wir das dementsprechend nächstes Mal machen. Ich weiß nicht, ob wir im Kalender hier vorspulen können bis zum... Kann ich den Pay-Per-View nehmen? Kann ich da irgendwas machen? Ach du Scheiße, jetzt geht's los. Okay, das ist schon mal blöd. Aber zeichnen die das jetzt Pay-Per-View an und dann... Veranstalter... Match-Tabelle. Hä? Veranstalter? Mach ich jetzt mal das ein? Ich will nur mal gucken, wie viele Matches ich dann beim Pay-Per-View machen kann. Matches bis dahin simulieren. Ja? Ich weiß es nicht. Lieber nicht, oder? Keine Ahnung. Warte mal, was wollen die denn hier machen? Scheiße, 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 alles scheiße. Gut. Ja, dann simulier doch die Matches bis dahin. Nur mal gucken, ob man das denn beim Pay-Per-View da irgendwie anders wird. Show beginnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Auch nur 7 Matches. Was ist das für ein Scheiß? Klingt mir alles nix. Oh, wieder Alistair Black gegen Bidan. Sehr gut. Oh, ich sage Shinsuke gegen die Revival. Finde ich gut. Ah ja, kann man alles machen eigentlich. Das ist eine gute Karte. Nicht simulieren. Nein, ist doch alles gut. Nichts ist passiert. Champions. Ja, alles anständig eingebaut. Gut. Okay, Freunde. Dann gibt es natürlich noch ein Giveaway. Das heißt, wir machen jetzt nochmal eine kleine Pause. Und dann gibt es gleich noch was zu gewinnen. Das heißt, dranbleiben lohnt sich natürlich wie immer. Und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Abonniert schon mal in den paar Minuten. Und bis gleich. We'll be right back.
So, Freunde, herzlich willkommen zurück hier im Livestream. Und natürlich gibt es wieder was zu gewinnen. Ihr habt wieder ordentlich supported hier. Die Dings, die Abos wieder rausgehauen. Und guck mal, auf YouTube sind wir immer noch nicht bei der Zahl, wo wir vor meinem komischen Monetarisierungscrash waren. Aber kommen wir hin, Freunde. So, Freunde. Also, wir haben ein wunderbares T-Shirt am Start in Größe XL schon mal für unsere größeren Jungs. Und zwar gibt es dieses großartige Legacy-Shirt. Ist ja mal schon alleine übelst, also ich will nicht sagen Nostalgie, aber das ist wirklich ein seltenes T-Shirt. Ich glaube, das kriegt man so überhaupt nicht mehr, egal was du machst. Übelst geiles Logo-Design auf jeden Fall. The Legacy, Randy Orton, Ted DiBiase, Cody Rhodes in einem Stable vereint. The Legacy. Das Ganze in Größe XL, wie gesagt, könnt ihr jetzt absahen. Einfach Ausrufezeichen, Enter in den Chat schreiben, abonniert natürlich dieses wunderschönen Kanals sein und dann geht das an einen Glücklichen von euch raus. So, jetzt kann ich gleich mal gucken. Jetzt kann ich ja keine Dings mehr gucken, ne? Jetzt muss ich mir eigentlich kann ich mir jetzt noch einen Film reinziehen. So, ich gucke mal auf meine Filmliste, was jetzt als nächstes dran wäre. Ich habe den Tag Maze Runner 3 geguckt. Übel langweilige Scheiße. Nein, das zeige ich nicht. Das übelst langweilig. A Quiet Place. Hat es schon irgendwer gesehen? Mission Impossible 6. Gibt es nicht mal die ganzen Filme langsam auf Netflix, ey? Irgendwie die ganzen guten Filme, weiß ich nicht, gibt's alle nicht auf Netflix. Scheiße. Also die neueren Filme auf jeden Fall nicht. Naja. Kennt einer The Quiet Place? Hm. Mal gucken. Ich glaube, ich muss mich durch die Liste nochmal wieder durcharbeiten und gucken, welcher dieser Filme überhaupt irgendwo zu gucken ist. Wer ist eigentlich deine Serien-App? TV Time heißt die. Aber, ja. Ist das ein Stummfilm? What? Quiet Place. Achso, ist nicht so geil? Hm, okay. Ja, hier meine Serien-App. So sieht die aus. Ich habe gerade Mr. Robot, bin ich zweite Staffel. Episode 10 kommt als nächstes. One Piece, bin ich Folge 696. Zwei Folgen in den letzten Tagen geguckt. Ich habe heute viel Death Note geguckt. Oder da muss ich erstmal ein bisschen durchklicken. Weil bei Death Note bin ich jetzt wieder nochmal ein ganzes Stück weiter. Und zwar hier. Genau. Bei Folge 27 bin ich jetzt bei Death Note. Okay. Naja, mal gucken, was ich mir heute gebe. Das ist auf jeden Fall noch einiges. Eigentlich will ich so versuchen, in dieser Liste zu bleiben und erstmal dann halt oben anzufangen quasi. Death Note, gut, gucke ich mit meiner Freundin. Dann halt als nächstes Mr. Robot, dass ich erstmal wirklich alles Mr. Robot gucke. Und dann gehe ich in die nächste Serie. One Piece gucke ich halt immer nebenbei und Wrestling auch. Aber dass ich halt so nach und nach mir das alles irgendwie, ja, dann reinziehen kann. Das ist halt alles irgendwie halt viel zu viel und so. Aber naja. Also eigentlich müsste ich übelst viel Mr. Robot gucken, aber ich habe auch Bock, einen schönen Film gucken. Ich habe nur Google, wenn kein Twitch ist. Okay. Gut. GZS seit Folge 1. Ja, moin. Okay. Ich lose aus, wer das Legacy-T-Shirt bekommt. Und das geht an Alexander. Der hat aber auch ein Glück, ey. Du gewinnst eigentlich auch oft. Also vergleichbar oft. Der gute Alexander ist am Start. Gewinnt. So, schreibt mal zurück. Ach ja, immer wieder schön, Freunde. Morgen ist übrigens wieder ein wunderbarer One Piece Livestream. Das heißt, morgen um 20 Uhr einfach wieder einschalten, dann läuft das auch. Also morgen One Piece. Am Mittwoch
gibt es, glaube ich, auch nochmal One Piece. Ich glaube, da brauche ich noch ein bisschen. Also drei Livestreams kann ich mir schon noch gut vorstellen, dass ich noch brauche für One Piece. Ja, also das werde ich auf jeden Fall jetzt noch die Tage spielen. Und dann halt am Sonntag nächste Woche ist Martin Mania. Das heißt, da wird wieder WWE gespielt. Und die Woche drauf wird eigentlich nur WWE gespielt. Weil da werde ich dann wahrscheinlich... Ja, vielleicht spiele ich nochmal NFL oder sowas. Aber dadurch, dass ich ja jetzt immer Live-Reactions mache, wird es an dem Freitag NXT TakeOver WWE 2K19 Livestream geben, wo ich ja dann auch live nachts NXT TakeOver mit euch gucke. Das heißt, es wird halt nicht mehr vorproduziert, sondern es wird jetzt immer live alles gemacht. Das heißt, NXT TakeOver zocken wir dann am Freitag einen Livestream, dann machen wir am Sonntag den WWE Livestream für WrestleMania. Und also ich gehe mal davon aus, dann werde ich Montag werde ich dann, okay, da fehlt noch einiges an Adresse. Ein Land zum Beispiel. Dann, ja, das werde ich halt gucken, dass ich das irgendwie hinkriege. Am Montag dann vielleicht, wenn wir dann durch One Piece durch sind, dann mache ich vielleicht nochmal einen NFL-Stream oder sowas. Mal schauen. Judy, wie findest du Lesnar sein Selling? Er ist ja nicht Selling, der schwitzt nur und versucht irgendwie, ja, F5, oh, schön. Gut, mein Lieblingsgürtel, den ich mir gekauft habe, der Spinner WWE, der ist schon geil, die beiden sind schon geil, der Cruiserweight-Titel ist auch geil. So, gut, Freunde, das war's erstmal für heute, morgen 20 Uhr einfach wieder dabei sein und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, macht nicht mehr so doll, vielen Dank an den guten Atommobs. Hier schön 20 rausgekloppt. Und der gute Max natürlich Donator des Monats. Und dann hast du das andere Paket abgeschickt? Yes. Und er macht nicht mehr so lange. Haut rein und tschüssi.